Was ich denke, aber nicht jeder würde es verstehen, weißt du, und ich möchte nicht Leute verwirren. Ja, wäre gut, wenn du es mal probieren könntest. So, ich würde Guck mal, man hört dich auch voll schlecht. Irgendwie bist du draußen oder was? zuhören. Ich bin gerade im Bus, soll ich mich stumm? Ja, kannst du mal machen, genau. Wie? Ja, kannst du machen, kannst du machen. Okay. Ich, genau. Also das mit freiem Willen, also ich erkläre mal erstmal, wie es im Islam ist. Also im Islam ist es so, dass Allah sozusagen alles vorherbestimmt hat, sogar deine ganzen Sünden und so weiter und so fort hat Allah bestimmt. Allah hat es so entschieden. Allah hat schon vorher bestimmt, wer gerettet wird, wer nicht. Er hat es selber gemacht, okay? Im Christentum ist es ein bisschen komplexer. Im Christentum ist es ja so, dass jeder hat seine freie Wille, wie du sagst, ne? Gott hat aber auch seine Wille, was man nicht ignorieren darf. Und Gott ist aber souverän. Das heißt, Gott, was er macht, ist, er nutzt die Willen der Menschen, ne? Manchmal, er nutzt die Willen der Menschen und auch seine Wille und macht daraus das Endergebnis. Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel, wir nehmen mal die Kreuzigung von Jesus als Beispiel, okay? Ne? Das war ja Gottes Plan, dass Jesus gekreuzigt wurde, okay? Aber was Gott gemacht hat, ist, er hat auch die Willen der Menschen genutzt, um seine Wille umzusetzen. Ich meine, Gott hat ja nicht die Menschen gezwungen, Jesus zu kreuzigen, sondern die Menschen wollten selber Jesus kreuzigen. Und was Gott gemacht hat, ist, er hat zugelassen. Das heißt, er hat die schlechten Absichten der Menschen genommen und daraus etwas Gutes geschaffen. Und das sehen wir auch im Alten Testament bei Josef. Josef war so, dass Gott wollte ihn oben haben. Also Gott hatte etwas Schönes mit ihm vor, aber seine Brüder wollten ihn unten haben. Und Gott hat die schlechten Absichten seiner Brüder genutzt, um Josef sozusagen hochzubringen. Verstehst du? Das ist aber sehr, sehr komplex, so dieses Thema. Aber ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Danke, Bro, ich schwöre, ich hab's verstanden. Einiges. Freut mich, freut mich. Das ist einer der schwersten Themen im Christentum. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Stimmt. Und Benza, Bro, du machst eine sehr gute Arbeit. Ich sag's dir, ich bin oft in deinem Stream und es Freut mich, macht ja. mir Danke einfach dir. Spaß. Mach weiter so, Bruder. Und ich gehe jetzt raus. Gott segne. Gottes Segen, ja. Pass auf dich auf. Gottes Segen. Dankeschön. Alle Ehre dem Herrn, aber. Wie? Ich meinte, alle Ehre dem Herrn. Also Gott gebührt alle Aha, Ehre. ja, stimmt. Amen. Amen. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao, mein Bester. So, was geht, Gameboy? Hi Mensa, wie geht's dir? Bestens und dir? Ja, bestens. Gott segne dich, mein Lieber. Gleichfalls, mein Bester. Gott segne dich auch. Danke, danke. Hey, ich habe mal eine Frage und zwar zu Johannes 6,54. Was ist da genau damit gemeint? Was steht da? Ich hab's nicht im Kopf. Hat das was mit diesem Blut trinken und sowas zu tun? Man hört dich nicht. Du bist Kaffee trinken. Hallo? Da geht es um das Fleisch, essen und Blut trinken, genau. Ach so, ja, okay, gute Frage. Also, ich weiß nicht, ob du vor kurzem dieses komische Video gesehen hast von diesen Isam Bayern. Hast du das auch gesehen, wo er meinte, dass wir Christen Kannibalisten sind oder sowas? Nach dem Motto, dass wir wirklich Jesus sein Blut trinken und Ja, so weiter. ich habe das gesehen. Ja, ich habe das gesehen. Genau, das ist natürlich Schwachsinn, ne? So, was Jesus da gemeint hat, ist komplett was anderes. Im Kontext geht es darum, dass Jesus gerade ein Wunder getan hat. Er hat die Menschen ernährt mit Brot. Du kennst ja die Geschichte, ne? Dass Jesus sozusagen Genau. Menschen mit Brot Genau. ernährt hat, ne? So. Und im Kontext hat auch Jesus von dem Manna gesprochen, was im Alten Testament war, also wo die Juden in der Wüste waren, wo der Herr, also wo Gott sie versorgt hat mit Brot. Genau, Ne? ja. Und Jesus, sein Punkt war, guck mal, dass dass das Brot, was die gegessen haben, das ist ja einfach nur Nahrung, um zu überleben. Ne? Dass man zum Beispiel heute überlebt, muss man ja Brot essen. Und sein Punkt war, ihr müsst aber mich essen, also ich bin das wahrhaftige Brot, das von oben gekommen ist. Also wenn du wirklich leben willst, nicht nur für heute, sondern für ewig, dann musst du ihn essen. Also das heißt aber nicht, dass du sein Leib essen sollst, sondern er hat sich darauf bezogen, auf seine Kreuzigung. Ne, auf seine Kreuzigung, ja, dass er So, ja da okay. sein Blut vergießen wird und dass er sein Leib geben wird. Und das musst du halt sozusagen als Nahrung aufnehmen, indem du dran glaubst. Verstehst du? Ach so, alles Wenn Jesus klar, sagt, ja. du musst mein Fleisch essen, mein Blut trinken, damit bezieht er sich auf seine Kreuzigung als wahrhaftige Nahrung, um ewiges Leben zu haben. Das heißt, du musst dran glauben, ne, Ja. weil er ist das wahrhaftige Brot und durch ihn
wirst du nie wieder hungrig, sondern du wirst für immer leben, wenn du an seine Kreuzigung glaubst. Es hat nichts damit zu tun, dass du sein echtes Blut trinken sollst oder sein Fleisch essen sollst. Du weißt ja, okay. Jesus hat oft in so ein, mit in Metaphern gesprochen, weißt du? Genau, genau. Ja, weil ich glaube, die Orthodoxen, die nennen das ja dann wie Kommunion, glaube ich, oder? Die ja, essen dann ja das heilige Brot und trinken Wein und damit ja, nee, die also, Sünden vergeben werden oder so. Genau, also Kommunion machen wir ja auch. Das ist ja Dings ja. Aber das, was du, glaube ich, meinst, ist dieses Eucharistie, dass die, ja, dass die genau, glauben, genau, dass sie sagen, Jesus ist wirklich, wirklich da und so weiter und so fort. Aber das ist, also ich glaube nicht daran. Das ist aber ein Thema, was viel, viel tiefer ist. Also ich glaube, dass das Blut Jesus wurde ein für alle Mal vergossen, genau wie die Bibel sagt. Ja. Ne? Und wenn wir dieses Kommunion nehmen, dann gedenken wir daran, an seine Kreuzigung, an seinen Tod. Ne? Mhm. Und das, was aber im Johannes 6 gemeint ist, ist, dass man, wenn man wirklich leben will, dass man nicht einfach nur normales Brot isst, sondern dass man das wahrhaftige Brot isst und das ist Jesus Christus, indem man an seine Kreuzigung glaubt und dass man dadurch ewiges Leben hat. Ja, ja, okay, ja, verstehe. Ja, ja, danke dir vielmals. Gerne, gerne, Gottes Segen, ja. Ja, Gottes Segen dir auch. Gottes Segen. Mach's gut, Mensa. Mach's gut, mein Mister. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Ja, Leute, also, wenn wir schon beim Brot sind, also Jesus ist das wahrhaftige Brot, er ist die Quelle des Lebens, ne? Wenn du leben willst, musst du Jesus kennen. Ohne Jesus kannst du gar nicht leben. Du kannst hier zwar leben, deine 100 Jahre, wenn du Glück hast, aber du bist eigentlich tot, ne? Du bist geistlich tot. Aber wenn du wirklich geistlich leben willst und wenn du auch ewiges Leben haben möchtest, dann solltest du nicht an den Koran glauben. Du solltest auch nicht Atheist sein, sondern du solltest an den wahrhaftigen Gott glauben, Jesus Christus. Ja, der Gott, der gekommen ist für sein Volk, ne, der gekommen ist, um zu retten. Der gekommen ist nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Ganz wichtig, okay? Weil er der einzige Retter ist. Ihr glaubt, also ihr Muslime, ihr glaubt an einen Gott, der nicht mal seine Hände schmutzig machen würde für euch. Ihr glaubt an einen Gott, den ihr nicht mal als Vater bezeichnen könnt. Ihr glaubt an einen Gott, der für euch gar nichts getan hat. Gar nichts. Ne, gar nichts. Ich hab mal Muslime mehrmals gefragt, ja, hier im Stream und auch privat. Ich habe die gefragt, jo, lieber Muslim, erzähl mal bitte, was Allah schon mal für dich getan hat. Erzähl mal, was Allah für dich getan hat oder für euch Muslime getan hat, was Christen nicht von sich behaupten können. Ne, zum Beispiel Christen können ja sagen, guck mal, mein Gott, ne, er liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat in diese Welt, damit, wenn ich an ihn glaube, ich ewiges Leben habe. Nun erzähl mal, lieber Muslim, was hat Allah für dich getan? Gar nichts. Allah hat nichts für die Muslime getan. Gar nichts. Ne? Gar nichts. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Oh Mann, und das, ja, Leute, wenn du leben willst, ne? Jesus meinte, er ist das Leben. Ja, auf jeden Fall, wenn wir Muslime hier drin haben, ihr könnt hochkommen, weil ich hasse es, so ein Selbstgespräch zu machen. Ich mag keine Selbstgespräche, weil ich immer das Gefühl habe, als ob keiner mir zuhört. So, alles hat alle, was? Allah hat alles erschaffen, genau. Siehst du, guck mal, ich habe gerade gefragt, ne, was hat Allah für Muslime getan, was andere Leute nicht von sich behaupten können? Siehst du, die Antwort, die jetzt gekommen ist, ist, dass Allah alles erschaffen hat. Ich meine, jeder kann ja von seinem Gott behaupten. Ich meine, ich kann ja auch von meinem Gott behaupten, dass er alles erschaffen hat. Das ist ja der Unterschied. Also das ist ja nichts, das kann ja jeder sagen über seinen Gott. Verstehst du? Aber was hat Allah für dich getan? Das ist die Frage. So, was geht? Oder warte kurz, meine Katze, der sagt, komm. Alles klar, wie geht's dir? Ah, bestens, und dir? Mir geht's auch gut, danke dir. Also die Frage war, was hat Allah getan, was andere Glaubens, also was andere Religionen nicht von sich behaupten können? Genau. Ja, ich beziehe das jetzt mal nur auf dich. Du bist ja Christ, du glaubst an Vergebung durch Menschenopfer. Richtig. Und in dem Kontext kann ich behaupten, dass Allah vergibt ohne ein Menschenopfer. Das unterscheidet den Islam vom Christentum. Das ist das Fundament. Im Islam ist Vergebung. Ja. Furcht, Vergebung und Liebe. Das heißt, unser Gott, sobald du ihn um Vergebung bittest, vergibt dieser, ohne dafür seinen Sohn, seinen unschuldigen Sohn, opfern zu müssen. Okay.
Das heißt, das, was Allah für dich getan hat, ist halt ein Versprechen, was er dir gegeben hat. Das hat er noch nicht getan, sondern er hat dir versprochen, dass, wenn du stirbst, sozusagen, dass du Vergebung bekommst, ohne dass du irgendwie ein Opfer brauchst. Und das ist das, was Allah für dich getan hat, ja? Naja, Mensa, ich würd sogar sagen, man hat die Gewissheit, dass Allah vergibt. Inwiefern? Wenn man davon ausgeht, dass unser Prophet der gelebte Koran ist, das heißt, das beste Vorbild für die Menschheit ist, und dieser beispielsweise garantiert, dass wenn man dieses und dieses Bittgebet spricht, dass Allah dir dieses und dieses garantiert, dann hast du als Gläubiger zumindest die Gewissheit, dass Allah für dich schon was getan hat. Und wenn man jetzt auf persönliche Ebene gehen muss und nicht nur auf objektive Ebene, kann ich aus meinem persönlichen Leben so viele Sachen erzählen, die Gott für mich getan hat. Das ist natürlich aber nichts, was ich beweisen kann, auch nichts, was du widerlegen kannst. Demnach hat das hier keine Relevanz. Ich würde sagen, jeder, sowohl Christ als auch Muslim, hat in seinem Leben persönliche Erfahrungen gemacht. Weil wenn man davon ausgeht, dass Muslime jetzt beispielsweise den falschen Glauben haben oder wir aus unserer Sicht Christen den falschen Glauben haben, kann man auch sagen, der Satan lässt dir so aussehen, als hättest du ein Wunder in deinem Leben gehabt. Aber ich würde sagen, jeder hat in seinem Leben so ein persönliches Wunder. Jeder gläubige Mensch hat für sich so ein persönliches Wunder. Aber das ist ja kein Argument für, kein Argument gegen Islam. Kein Argument für Christentum, kein Argument gegen Christentum, verstehst du? Richtig, deswegen meinte ich ja, also ich habe auch nicht von persönlich gesprochen, sondern ich meine generell, was können Muslime über sich sagen, was Christen nicht über sich sagen können. Ja, und das ist ja genau ein super Punkt von dir. Wenn man jetzt nur objektiv darauf schaut, dann hat man im Islam einen Gott, der Vergebung verspricht, zumindest auch garantiert, kann man sagen, wenn man jetzt aus islamischer Sicht argumentiert. Er garantiert Vergebung ohne Menschenopfer. Mhm. Und aus christlicher Sicht haben wir Menschenopfer allein durch, haben wir Vergebung allein durch Menschenopfer. Das ist ja mein Problem mit dem Christentum. Okay, kannst du mir sicher sagen, dass du sicher ins Paradies gehst, wenn du stirbst, ohne in die Hölle zu gehen? Wenn du für dich jetzt die Gewissheit hast, ins Paradies zu kommen, frage ich mich, was hat dein Leben noch für einen Sinn und Zweck? Nee, ich frage dich, danach kann ich gerne darauf antworten. Also ich persönlich habe nicht die Gewissheit, dass ich das Paradies erlange. Okay, das heißt, du hast nicht die Gewissheit, wie du gerade gesagt hast, richtig? Hundertprozentige Gewissheit niemals, hat kein Mensch. Okay, und ich habe aber die Gewissheit. Das ist ja der Unterschied. Ja, aber jetzt frage ich dich, Mensa. Mhm. Du hast die Gewissheit, weil du an Jesus glaubst, richtig? Richtig. Das heißt, das Menschenopfer reicht aus. Deine Taten sind irrelevant? Richtig, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden. Das heißt, theoretisch, ich muss Jesus annehmen. Und ob ich danach eine 6-Jährige vergewaltige oder eine alte Oma schlage oder Waisenkinder beklaue, ist alles irrelevant, weil ich glaube ja im Endeffekt an Jesus und alle meine Sünden, die ich hier auf der Welt begehe. Oh. Nee, das Ding ist ja, dass wenn die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 13 oder 12, Vers 12. Wer an Jesus glaubt. Weiter. Wer an Jesus glaubt, der handelt auch besser als Jesus oder so, irgendwie sowas. Geht das in die Richtung? Nee, siehst du, deswegen musst du mich ausreden lassen. Also da steht, diejenigen, die glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Aber nicht aus fleischlichem Willen, sondern gezeugt durch den Heiligen Geist. Das heißt, jeder, der Christ wird, wird nicht einfach ganz normal wie vorher, sondern du wirst gezeugt, du wirst ein Kind Gottes. Und das bedeutet, dass der Geist Gottes wird dich verändern. Und wenn du Galater Kapitel 5 liest, dann heißt es, jeder, der zu Christus gehört, wird diese Dinge nicht tun, die du gerade aufgezählt hast. Sondern der Geist Gottes verändert dein Herz, sodass du nicht mehr willens bist, irgendwelche Kinder zu vergewaltigen. Ja, jetzt habe ich aber schon mit genügend Christen geredet, mit Glaubensbrüdern von dir, die auch so Livestreams führen. Ich glaube, die kennst du auch alle, Stay Real und etc. pp. Ja. Oder auch Christuskind. Ich habe schon mit vielen hier auf TikTok geredet und alle behaupten von sich selber, ich bin zu 100% überzeugt von Jesus. Du selber würdest wahrscheinlich auch sagen, 100% überzeugt von Jesus. Du glaubst zu 100% an Jesus. Du glaubst an das Opfer. Aber du selber würdest niemals behaupten, dass du, seitdem du an das Opfer von Jesus glaubst, sündenfrei bist. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Ich weiß nicht, seit wann du schon im Stream bist, aber ich habe direkt am Anfang davon gesprochen, dass es einen Prozess gibt, einen Transformationsprozess. Ja, du wirst ja nicht von heute auf morgen perfekt, sondern der Geist Gottes beginnt einen Prozess in dir. Das heißt, von Tag zu Tag wirst du besser. Das ist so, wie wenn du Klamotten wäschst. Ne, das ist ja ein Prozess. Verstehst du? Das ist ja nicht nach einer Sekunde sauber, sondern nach einer Stunde oder so. Also genau so. Ich sag jetzt mal, wenn man an Jesus anfängt zu glauben und sich dann mit dem Glauben beschäftigt und dann das sieht, was Jesus getan hat und dann versucht auch nach Jesus zu handeln, das ist ja eine Konklusion, die logisch ist. Wenn ich an etwas glaube, dann informiere ich mich genauer darüber und versuche bestmöglich mich an diese Religion zu halten. Das heißt, man kann das jetzt nicht garantieren, aber es ist schon logisch, dass jemand, der anfängt zu glauben, dadurch seine Taten langsam aber sicher besser werden. Aber dass du das so hinstellst, als wäre es so, dass jemand, der Christus annimmt, automatisch zum besseren Menschen wird. Und das zu 100%, das würde ich so nicht unterschreiben.
Doch, ich würde das unterschreiben, weil, also es sei denn, du glaubst nicht an den Heiligen Geist, dann okay, weißt du? Weil so wie du das darstellst, das ist so, als ob der Mensch, das ist so eine, die Bibel nennt es Werkserlösung oder Selbstgerechtigkeit. Ne? Aber das ist ja genau das, wogegen die Bibel spricht, dass der Mensch nicht in der Lage ist, selbstständig nach Gottes Gebote zu leben, sondern dass man Gottes Hilfe braucht. Deswegen kam ja schon der Sohn Gottes, erstens. Zweitens, deswegen haben wir auch den Heiligen Geist, der uns hilft. Verstehst du? Die Bibel sagt im Epheser 3, ich glaube Vers 18, dass wir durch Gnade gerettet werden, damit keiner sich rühmen kann, damit keiner sagen kann, guck mal, wie gut ich bin, sondern dass jeder erkennt, dass er durch Gottes Gnade lebt, dass er durch Gottes Geist lebt und dass er durch Gottes Hilfe lebt. Wenn ich gute Taten begehe, dann ist es nicht, weil ich gut bin, sondern es ist, weil der Geist Gottes mich dazu befähigt hat, so zu leben, damit Gott die Ehre bekommt. Das ist der Unterschied zwischen Christentum und Islam. Mensa, darf ich dir noch eine andere Frage stellen? Gerne. Also du sagst selber, dass wenn man jetzt anfängt an Jesus zu glauben, du garantierst nicht, dass man danach sündenfrei ist. Also man hat trotzdem Sünden. Das richtig. Heißt, du wirst nicht fehlerfrei. Das ist ein Prozess. Ein Prozess. Aber am Ende des Prozesses erlangst du auch keine Sündenfreiheit. Also da wirst du keine Menschen, der sündenfrei wird, oder? Gibt es einen Menschen, der ein Level erreicht? Du sagst ja ein Prozess. Gibt es einen Menschen auf dieser Welt, der ein Level erreichen kann, zu sagen, von nun an bin ich sündenfrei, ich tue keine einzige Sünde mehr? Nee, gibt es nicht. Also auf dieser Welt nicht. Ja, alles klar. Das heißt, ob du Jesus annimmst oder nicht, du wirst Sünden machen. Richtig, aber du wirst verändert. Vielleicht wirst du verändert, große Sünden zu machen, aber im Endeffekt, du begehst Sünden. Richtig, weil wir ja hier auf dieser Welt. Genauso ist ja der Unglaube auch eine Sünde, laut Christentum, oder nicht? Richtig, ja, ist so. Das heißt, wenn ich nicht glaube, bin ich auch in dem Sinne bin ich ein Sünder. Richtig. Wenn Jesus doch für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Mhm. Für alle Menschen, alle Sünden, für alle ist er gestorben. Inwiefern bin ich dann nicht automatisch auch errettet, weil mein Unglaube ist ja auch eine Sünde. Er ist ja auch für diese Sünde gestorben. Das heißt, ich muss das Christentum theoretisch nicht mal annehmen. Nee, das stimmt nicht, weil hättest du Johannes 10 gelesen, da hat Jesus gesagt, er hat Schafe. Er ist für seine Schafe gestorben. Und diese Schafe bekommen ewiges Leben. Also ist er nur für diejenigen gestorben, die ihn auch annehmen? Die er selber ausgesucht hat. Ja, also wie? Also er sucht sich seine eigenen Leute aus? Richtig. Das heißt, du hast gar nicht die Auswahl zu sagen, ich werde Christ oder nicht. Jesus hat es vorher bestimmt. Richtig, deswegen sagt sich, das ist alles durch seine Gnade. Also du kannst Jesus erstens erkennen. Ne? Jesus sagt ja, du kannst ihn nur erkennen, wenn der Vater dich zu ihm schickt. Das heißt, der Vater sorgt dafür, dass du durch seinen Heiligen Geist Jesus Christus erkennst. Alles, was passiert in dem Leben eines Gläubigen, geschieht durch die Gnade Gottes. Und das habe ich von vornherein schon gesagt. Okay, Mensa. Dann eine andere logische Frage, die ich mir stelle. Wenn der einzige Weg ins Paradies ist der Glaube an Jesus? Mhm. Oder ist das der einzige Weg ins Paradies, ins ewige Leben, ist der Glaube an das Menschenopfer? Was genau? Also reicht das an Jesus zu glauben oder sagst du, das inkludiert ja auch der Glaube an das Opfer? Was meinst du damit an Jesus glauben? Also reicht es theoretisch an Gott zu glauben oder musst du auch das Menschenopfer, musst du auch an das Menschenopfer glauben, also an das Gottesopfer. Also so wie du das darstellst, Menschenopfer. Also, naja, auf jeden Fall. Ist ja ein Menschenopfer, oder, Mensa? Gott kann ja nicht sterben. Gott ist nicht gestorben für deine Sünden. Okay, du hast recht, aber es geht um die Person, die gestorben ist. Weißt du, es geht nicht um das Leib. Ja, ja, aber die Person, die gestorben ist, man geht davon aus, dass es zwei Naturen hat, einmal eine menschliche und eine göttliche, weil die göttliche nicht sterben kann, ist zu 100% die menschliche gestorben. Das heißt, ein Mensch ist für deine Sünden gestorben, kein Gott. Das Dogma, was immer aufgestellt wird im Sinne von, Gott ist für deine Sünden gestorben, der allliebende Gott ist hier auf die Welt gekommen, der liebende Gott ist für unsere Sünden gestorben, ist ein falsches Dogma, weil nur die menschliche Natur von Jesus ist gestorben, beziehungsweise Dina. Nur die menschliche kann gestorben sein. Dina. Zwei Naturen bedeutet nicht zwei verschiedene Personen. Das ist die gleiche jetzt Person. Jetzt sagst du was sehr Gefährliches, Mensa. Wieso? Also sagst du selber, gehst du nach dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, dass du die Naturen nicht trennen darfst? Ich habe dir gesagt, es geht um die Person, den Sohn Gottes. Der hatte zwei Naturen. Die menschliche Natur eine Person, und zwei die göttliche Natur. Ganz kurz, bitte, lass, du musst mal kurz ausreden lassen. Ja, klar. So. Und diese Person, ne, hat sein Leib geopfert, damit du ewiges Leben hast. Und du hast vorhin gefragt, was ist ewiges Leben, ob man an Jesus glauben soll oder ob man nur an Gott glauben soll. Jesus sagte im Johannes Kapitel 17, ewiges Leben ist es, den Gott zu erkennen, also seinen Vater, den wahren Gott zu erkennen und ihn. Das heißt, du musst beide erkennen, um ewiges Leben zu bekommen, nicht nur den Vater. Ja, Jesus ist ja Gott. Das heißt, Jesus ist ja Gott. Das heißt, den Gott zu erkennen, ist ja Jesus zu erkennen.
Den Vater und den Sohn musst du erkennen durch den Heiligen Geist. Also theoretisch musst du alle drei erkennen. Richtig. Ja, alles klar. Und meine Frage ist ja, ich kann ja Jesus erkennen. Es gibt ja auch, man nennt die Unitaristen, glaube ich. Es gibt ja Leute, die erkennen Jesus, die erkennen auch den Vater, die erkennen auch den Heiligen Geist, sagen aber, es gibt nicht einen Gott mit drei Personen, sondern also die Trinität lehnen die ab, sondern die sagen, ich erkenne Jesus, ich erkenne auch den Vater. Erlangt so einer auch das ewige Leben oder eben nicht? Das war meine Frage. Nee, dann haben sie nicht den echten Jesus erkannt. Ah, dann haben die nicht den echten Jesus erkannt. Das heißt, man muss auch an das Menschenopfer quasi glauben, um ewiges Leben zu erlangen. Natürlich, das ist ja der Sinn daran, dass du... Ja, und meine Frage ist jetzt, die baut nämlich darauf auf, was machen wir mit den Menschen vor Jesus, die das Menschenopfer gar nicht miterleben hätten können? Verstehst du? Naja, aber die haben an das Versprechen geglaubt und deswegen wird es als Gerechtigkeit für die anerkannt. Also sie haben daran geglaubt, dass der Messias kommen wird, beziehungsweise dass Jesus kommen wird, um für ihren Sünden zu bezahlen. Und durch diese Glauben, genauso wie wir glauben, dass er schon da war, haben sie damals daran geglaubt, dass er kommen wird. Ja, wir beide, also die Menschen vor Jesus, die Menschen nach Jesus, werden alle durch Glauben gerettet. Also ist Jesus auch für die Sünden der vorherigen Menschen gestorben, die vor ihm waren. Richtig. Das heißt, die vorher waren, hätten sich auch nicht unbedingt an das Gesetz halten müssen, sondern der Glaube alleine rettet sie. Das heißt, diejenigen zur Zeit von Moses, die hätten nur an Moses glauben müssen, an das, was Moses beibringt. Richtig. Und egal, ob sie gute Taten oder schlechte Taten vollbringen, im Endeffekt sowieso ewiges Leben. Jeder wird durch Glauben gerettet. Das Gesetz war nur da. Aber was ist das? Wo ist dann für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, für Jesus zu leben. Das ist ja der Sinn des Lebens. Ist, für Gott zu leben, für Jesus zu leben. Das ist der Sinn des Lebens. Ja, aber wenn du da mit einbeschließt, dass man sich nicht an die Regeln halten muss, sondern der Glaube allein rettet. Das habe ich nicht gesagt. Du hast es jetzt in meinen Mund gelegt. Ja, aber du sagst ja, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Wenn ich mich nicht an die Regeln Was ich gesagt habe, ist, dass man nicht durch die Werke gerettet wird. Das habe ich gesagt, dass du nicht durch deine Taten gerettet wirst, sondern durch Gottes Gnade. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht nach Gottes Gebote leben sollst. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Ja, aber wir hatten jetzt im Verlauf des Gesprächs schon das Thema gehabt und du sagtest, dass Jesus auch für die Sünden, die du, nachdem du Jesus erkannt hast, noch tust, auch für diese Sünden ist er auch gestorben. Das heißt, ich erkenne Jesus, begehe trotzdem Sünden, halte mich nicht an die Regeln, das inkludiert ja, Sünden zu begehen. Und Jesus ist auch für diese Sünden gestorben. Das heißt, ich kann Jesus erkennen, trotzdem Fehler machen. Der Glaube allein rettet. Meine Taten sind irrelevant. Das inkludiert deine Aussagen. Nur weil deine Taten für deine Errettung irrelevant ist, heißt es nicht, dass du nicht nach Gottes Gebote wandeln sollst. Ich habe dir von vornherein gesagt, jeder, der glaubt, Johannes 1, Vers 12 bis 13, jeder, der glaubt, ne, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die werden gezeugt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist beginnt einen Prozess in dir, er verändert dich, er transformiert dich. Verstehst du? Damit du nach Gottes Gebote leben kannst. Und wenn du fällst, der Heilige Geist wird dich dazu bringen, deine Sünde zu erkennen, um wieder umzukehren. Aber jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, wird nicht nach Gottes Gebote wandeln und er wird auch nicht erkennen oder anerkennen, dass er sündigt. Das ist der Unterschied. Ja, Mensa, das habe ich ja verstanden. Das ändert aber nicht die Tatsache, dass derjenige, der durch den Heiligen Geist geleitet wird, immer noch Sünden begeht. Verstehst du? Also selbst das, was du sagst, du erreichst kein Level, wo du sagen kannst, ich mache jetzt keine Sünden mehr. Das hast du ja vorhin bestätigt. Das heißt, ich hab dir ja nichts in den Mund gelegt, sondern ich habe nur eine logische Schlussfolgerung gemacht, indem ich sage, dass die Taten irrelevant sind. Ob du jetzt weniger schlechte Taten tust oder weniger Sünden begehst, das ist jetzt nur eine Relativierung. Aber im Endeffekt bleibt die Tatsache, der Glaube rettet. Das heißt, deine Taten sind in dem Sinne irrelevant für die Errettung. Das habe ich schon vorhin gesagt, das stimmt, ja. Aber das bedeutet ja, das ist schon gruselig, Bruder. Ganz kurz. Das bedeutet aber nicht, zum zweiten Mal, dass du so leben sollst, wie du willst oder kannst, wie du willst. Weil, wenn du wahrhaftig ein Kind Gottes bist, dann lebst du wie ein Kind Gottes. Das ist ja der Unterschied. Galater Kapitel 5. Alles klar. Und für dich reicht es auch aus, dass die menschliche Natur von Jesus gestorben ist? Für die Sünden aller Menschen? Was meinst du mit, für mich reicht das aus? Also Gott stirbt nicht? Das heißt, kein Gott ist am Kreuz gestorben. Da sind wir uns einig, oder? Genau, der Mensch ist am Kreuz gestorben. Ja, also theoretisch alles Menschliche an Jesus ist am Kreuz gestorben und alles Göttliche ist nicht gestorben, ne? Richtig, Gott ist ja Geist. Geist stirbt ja nicht. Ich meine, du selbst, wenn du stirbst, dein Geist stirbt ja nicht, sondern dein Leib stirbt. Ja, alles klar. Das heißt aber, der Mensch Jesus hat nur funktioniert mit dem Geist Gott.
Verstehst du, was ich meine? Also das ist jetzt vielleicht schwierig zu verfolgen, auch für alle Livestream-Teilnehmer. Ich habe die Frage nicht verstanden. Was meinst du genau? Jesus als funktionierender Mensch besteht einmal aus der menschlichen Natur. Das heißt, sagen wir jetzt mal seinen Körper komplett so, wie er ist. Aha. Aber dass er funktioniert als Mensch, das heißt, etwas trinken kann, laufen kann, lebendig ist, ist nur durch den Geist möglich, durch den göttlichen Geist. Das heißt, in all seinen Handlungen, in all seinen Taten ist er zu jeder Zeit 100% Gott, 100% Mensch. Ja, das stimmt. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, Jesus ist zu jeder Zeit 100% Gott, 100% Mensch, weil da ist immer das, was jetzt bei Christen kommt, die versuchen das trotzdem noch zu unterscheiden. Wenn jetzt Jesus vor seiner Kreuzigung ein Bittgebet zu seinem Vater spricht und ihn darum bittet, ihn aus dieser Situation zu erretten, dann bittet er da als 100% Gott und als 100% Mensch. Und er bittet nicht einmal, sondern ganze dreimal. Aha. Inwiefern erklärst du mir, dass der Allmächtige, der Allliebende, der allgnädige Gott seinen unschuldigen Sohn in der Situation nicht errettet, wie es das islamische Prinzip erklärt quasi, sondern ihn trotzdem hinrichten lässt, erstens. Und zweitens, wie erklärst du, dass sich Jesus göttlicher Wille... Dina, gib mir mal bitte eine Minute, ja, ich muss kurz Pipi machen, ja? Ach so, ja, klar. Sorry, ich bin gleich da, aber ich mag das Gespräch, ich bin gleich wieder da, ja? Ja, alles klar. Okay. An alle Livestream-Teilnehmer, eure Kommentare sind manchmal echt räudig, sag ich so, wie es ist. Ja. Dina, er hat nicht zum Vater gebetet. Ja doch, er hat zum Vater gebetet. Sein Bittgebet richtet sich an seinen Vater. Er meinte, vergebe ihnen. Nee, ich kann die Stelle auch vorlesen. Das ist aus Lukas. Einen Moment. Dann suche ich das für dich raus. Serie. So, ich bin zurück. Ja, einen Moment. Weil hier hat jemand im Chat geschrieben, dass Jesus nicht den Vater bittet. Das würde ich kurz vorlesen. Markus 14, 36, da ist das Bittgebet. Jesus sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das heißt, meine zweite Frage, die auch darauf aufbaut, ist, wenn Jesus als 100% Mensch und als 100% Gott hier einen anderen Willen hat als der Vater, weil er sagt, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Hier ist eine Willensunterscheidung. Wenn man sagt, Gott ist also die drei Personen der Trinität, einmal der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sind willensgleich, dann ist hier Jesus mit dem Vater nicht willensgleich. Wie erklärst du mir das? Das ist ganz einfach, ist ja, weil der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, ne, vor seiner Kreuzigung zum ersten Mal in seinem Leben, zum ersten Mal in seiner Existenz, den Zorn seines Vaters spürt. Und das will er ja natürlich nicht, weil er will immer, für immer und ewig in Harmonie mit ihm sein. Und das war das erste Mal, dass er auf einmal den Zorn seines Vaters bekommt. Verstehst du? Und das ist eine natürliche Reaktion von ihm, dass er sagt, okay, Vater, ich möchte nicht deinen Zorn erleben. Deswegen hat er ja gesagt, wenn es möglich ist, dann nimm das Kelch. Das Kelch ist ein Symbol für Gottes Zorn. Wenn es möglich ist, nimm es von mir weg. Verstehst du? Aber die Antwort des Vaters war, hey, guck mal, Sohn, wir müssen da durch. Es geht darum, die gesamte Menschheit zu retten. Verstehst du? Und letztendlich hat sich der Sohn geopfert und ist aber wieder von den Toten auferstanden. Verstehst du? Also spricht hier nur der Mensch dieses Bittgebet, nicht der Gott. Die Person, Jesus Christus, diese Person, ne, ja, hat in diesem Moment eine Nacht vor seiner Kreuzigung Angst bekommen. Warum? Weil er zum ersten Mal den Zorn seines Vaters spüren wird. Und das will er nicht. Warum? Weil er schon seit der Ewigkeit in perfekter Harmonie mit ihm ist. Aber für diesen Moment seines Kreuzigungs muss er seinen Vaters Zorn auf sich nehmen. Und keiner will gerne seinen Vaters Zorn auf sich nehmen. Ja. Und genau deswegen hat er zu dem Vater gesprochen und gesagt, Vater, wenn es möglich ist, nimm es von mir weg. Ja, also weil eben dieser Zorn des Vaters auf ihn lastet, will diese Person Jesus in dem Moment als 100% Gott, 100% Mensch, hat er hier in der Situation einen anderen Willen als der Vater? Ja, er wollte nicht den Zorn seines Vaters spüren, das stimmt, ja. Ja, aber dann ist ja, also da macht für mich das christliche Dogma keinen Sinn, dass die drei Personen der Trinität willensgleich sind. Warum? Weil Jesus. Also wenn einer von denen Mensch wird,
ne, und dabei ist, den Zorn des anderen zu spüren, mit dem er schon seit Ewigkeit in einer liebevollen Harmonie ist und sagt, hey Vater, wenn es möglich ist, nimm deinen Zorn von mir weg. Du sagst, das ist nicht gut. Genau das beweist doch, was für eine Harmonie die haben. Nee, Bruder, eben ja eben nicht. Theoretisch müsste Jesus hier in dem Moment sagen, also generell keinen anderen Willen äußern, weil sein Wille müsste sein, das, was der Vater möchte. Sein Wille müsste sein, wenn die willensgleich sind, müsste der Sohn in dem Moment die Kreuzigung wollen. Na, guck mal. Das heißt, die logische Erklärung, die lese ich hier im Chat, Jesus hat zwei Naturen und deswegen auch zwei Willen. Das heißt, der menschliche Wille will diese Kreuzigung nicht, aber der göttliche wollte ihn in dem Moment haben. Nee, also ich glaube, dass die Person Jesus, ne, es ging, also für mich persönlich, vielleicht liege ich falsch, keine Ahnung, aber ich glaube, dass die Person Jesus Christus generell als der Sohn Gottes wollte nicht den Zorn seines Vaters spüren. Auch als Gott nicht. Auch als Gott nicht. Ja, aber dann sind die ja nicht willensgleich. Dann bestätigst du, dass sie nicht willensgleich sind. Nee, ich meine, wenn er Mensch wird und dabei ist, seinen Vaters Zorn auf sich zu nehmen, dann ist doch klar, dass er das verhindern will. Wenn es einen Weg gibt, weil er schließt nicht aus, dass bei Gott alles möglich ist. Verstehst du? Und deswegen hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch. Das Kelch, wenn du das Alte Testament kennst oder das Buch Offenbarung, das Kelch repräsentiert Gottes Zorn. Und er sagt, Vater, ich will nicht deinen Zorn spüren, weil das hat er noch nie erlebt. Aber jetzt ist er dabei, seinen Vaters Zorn zu spüren. Und das will er aber nicht. Ja, klar, ich habe das verstanden. Du erklärst den Vers, du erklärst, wieso er dieses Bittgebet spricht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass hier eine Willensunterscheidung dann stattfindet. Und diese widerspricht dann der Trinität. Aber wenn es widerspricht es nicht, erstens, weil der Sohn sich ja letztendlich dem Vater untergeordnet hat. Und jemand hat geschrieben, nee, das ist die Kreuzigung. Ja, mit dem Kelch ist ja die Kreuzigung gemeint. Ich meine, die Kreuzigung ist ja dort, wo Jesus seinen Vaters Sohn auf sich bekommen hat, unter anderem. Deswegen brauchst du gar nicht so oft hinzuschreiben. Ja. So, genau. Also, Dina, erstens, wie gesagt, Jesus kam, um zu sterben. Das hat er ja vorher schon gesagt, mehrmals prophezeit, er wird sterben. Ne? Er meinte, keiner nimmt mein Leben, ich gebe mein Leben, und weil er hat die Macht, es zu geben und es auch wieder zurückzunehmen. Okay. Ja. Jetzt hat er einen Moment, einen Abend vor seiner Kreuzigung, wo er Panik bekommen hat. Warum? Weil er zum ersten Mal seinen Vaters Zorn auf sich bekommt. Und das will er natürlich verhindern. Er hat zu dem Vater gesprochen. Ne? Der Vater hat gesagt, so, wir müssen da durch. Und er hat sich einfach untergeordnet. Fertig, aus. Ja, diese Unterordnung ist ja eben mein Problem. Aber dass du das so ehrlich bist und das so bestätigst, wie ich das gesagt habe, finde ich sehr korrekt von dir, Mensa. Deswegen rede ich sehr gerne mit dir. Du bist auch korrekt. Ich glaube, du bist wirklich ohne Spaß. Du bist der Moslem, also seit langem, du bist der korrekteste und auch der krasseste, mit dem ich gesprochen habe. Danke dir, Mensa, das ist ja ein Kompliment. Mensa, eine Frage. Ja. Bist du Protestant? Ja, ich bin Protestant, ja. Also hast du das ich kann das nicht aussprechen. Daran glaubst du? Dieses Niceno-Glaubensbekenntnis? Was ist das? Niceno-Glaubensbekenntnis? Also, dann andere Frage. Welches Glaubensbekenntnis hast du? Na, ich habe den. Achso, du meinst vom Konzil von Nicea, das, was da festgelegt wurde? Ja, klar, das habe ich ja. Ja, weil soweit ich weiß, ist nach diesem Glaubensbekenntnis haben die alle denselben Willen. Richtig, das habe ich auch nicht verleugnet. Ja, Bruder, was du machst, ist, du erklärst die Situation, du sagst, wieso diese Willensunterscheidung zustande kommt. Du sagst, vorher sind ja die ganze Zeit ein Wille, Jesus will auch sterben, aber dann, wo es ernst wird und er das erste Mal den Zorn seines Vaters spürt, da will er natürlich nicht mehr. Aber das ist ja eben das Problem, dass genau dann, wo es so ernst wird, da sieht man ja eben, dass sie nicht den gleichen Willen haben. Und an diejenigen, die sagen, du hast vorhin auch auf eine Chatnachricht eingegangen, deswegen will ich das auch kurz machen, diejenigen, die sagen, zwei Naturen, zwei Willen, dann hat er einmal einen menschlichen und einen göttlichen Willen. Dann stellt sich die Frage, welcher Wille ist welchem Willen untergeordnet? Das heißt, wenn Jesus hin und her läuft und dreimal das Bittgebet spricht und dreimal der menschliche Wille sich durchsetzt, dann hinterfrage ich, inwiefern der göttliche Wille nicht über dem menschlichen steht. In der Hinsicht müsste er ja einmal seinen göttlichen zeigen. Guck mal, du musst nicht auf die Kommentare achten, weil da werden viele Sachen geschrieben. Achso, auf jeden Fall, du brauchst nur Philipper Kapitel 2 zu lesen, okay? Da steht, er ist, obwohl er Gott gleich ist, hat er sich selbst erniedrigt und sich dem Vater untergeordnet. Punkt aus. Ich meine, ich glaube. Also hat die Person Jesus nicht alle göttlichen Eigenschaften, die er vorher hatte? Er hat nicht zugegriffen, also zu aller Zeit, nee. Hätte er aber machen können, hat er aber nicht getan. Er hätte machen können, das heißt, er ist theoretisch allmächtig, aber er ist gleichzeitig auch schwach. Aber er hätte auch allmächtig sein können. Was heißt schwach? Ja, Bruder, ein Mensch ist schwach. Ich definiere jetzt schwach in dem Sinne, dass wenn du abhängig bist von etwas, dann bist du schon schwach. Der Allmächtige ist unabhängig. Verstehst du? Nee, er war abhängig von seinem Geist, also von seinem eigenen Geist.
Er war ja auch abhängig, als Mensch gesehen, war er davon abhängig von menschlichen Bedürfnissen. Alles, was in dieser Welt passiert, ne, passiert durch Jesus Christus. Er hält alles mit seinem Geist zusammen, sagt die Bibel. Das heißt, es war sein eigener Geist, der alles, während er Mensch war, kontrolliert hat. Also theoretisch hätte auch Jesus, warte mal. Du sagst, Jesus, sein Geist, auch als Jesus hier auf der Welt war, ist das, was die ganze Welt am Leiten war. Richtig, der Heilige Geist. Das heißt, du musst schon antworten lassen. Ach so, aber meine Frage ist ja, bezieht sich jetzt ja genau darauf, auf deine Aussage, wenn Jesus als Mensch in dem Moment, wo, also einen Tag vor der Kreuzigung, diesen Cage von sich loslösen möchte und Gott darum bittet und sein eigener Geist leitet diese Welt, wieso setzt sich sein eigener Geist nicht durch und er rettet ihn aus dieser Situation? Genau, deswegen hättest du mich reden lassen können. Also der Geist ist ja nicht nur der Geist des Sohnes, sondern auch der Geist des Vaters. Verstehst du? Und jeder einzelne dieser Person hat seine eigene Funktion. Und in diesem Moment hatte der Sohn die Funktion, als Mensch zu sterben. Der Geist hatte seine Funktion, den Sohn zu lenken, zu leiten. Du siehst ja in der Bibel mehrmals, dass zum Beispiel der Geist Gottes Jesus in die Wüste geschickt hat. Ne? Und all das, was der Geist bewirkt hat er durch den Vater bewirkt in dem Moment. Aber Jesus hat ja auch gesagt, guck mal, wenn ich zurückgehe zum Vater, dann habe ich wieder meine Herrlichkeit und dann werde ich euch den Geist schicken, durch den ich dann in euch, in eure Mitte wirke. Das heißt, als Jesus Mensch war, hat er sich dem Vater untergeordnet und auch den Heiligen Geist untergeordnet und wurde, alles, was er getan hat, hat er durch den Heiligen Geist getan. Verstehst du? Aber als er wieder zurück ist, war er dann derjenige, der jetzt wieder den Heiligen Geist sozusagen über ihn, übergeordnet war, sag ich mal so. Ja. Ich verstehe, dass du als Christ daran glaubst, aber ich selber studiere nebenbei Philosophie, das ist ein logischer Widerspruch, Bruder. Du kannst nicht sagen, der Geist, der alles lenkt, ist sowohl der Geist von Jesus als auch der Geist vom Vater. Der Vater hat in dieser Situation einen anderen Willen als der Sohn. Beide sind allmächtig, dass sich dann der Wille des Vaters durchsetzt und sein Sohn sich diesem unterwerfen muss, dann wäre der Sohn automatisch in der Situation nicht mehr allmächtig und wäre nicht mehr Gott. Das ist ein logischer Widerspruch, wenn du sagst, das ist etwas, was du selber definierst. Also erstens, es sind drei verschiedene Personen. Ja, der Geist kann kommunizieren, der Sohn kann kommunizieren, der Vater ebenfalls. Und wenn ein Sohn sich dem Vater unterordnet, dann zeigt es einfach nur die perfekte Harmonie zwischen beiden. Nichts anderes. Es ist kein Widerspruch, sondern das ist eben das perfekte Beispiel für die Menschheit, dass sich ein Sohn dem Vater unterordnet. Also, ich meine, hörst du mich? Bist du noch da? Ja, Bruder, ich höre, aber... Genau, du musst, guck mal, lies dir mal Philippa Kapitel 2 durch. Lies einfach Philippa Kapitel 2, ich glaube, das geht nur bis Vers 13. Da heißt es sogar, nimmt Jesus Christus als Beispiel, der, obwohl er Gott gleich ist, ne, hat sich erniedrigt, ne, und wurde ein Sklave und war sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat ihn der Vater wieder erhöht und dafür gesorgt, dass sich vor dem Namen Jesus Christus jede Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass er Herr ist. Das ist ganz einfach eigentlich. Guck mal, ich habe noch andere Gäste, wir können ja nächstes Mal weiterreden, aber es macht auf jeden Fall Spaß, mit dir zu reden. Du bist sehr, sehr, man merkt, dass du Philosophie studiert hast, also sprich, dass du wirklich ein Denker bist, weißt du? Ich habe nicht studiert, ich studiere immer noch, ich mache gerade meinen Bachelor. Ja, Mensa, wenn du andere hochholen willst, dann gehe ich runter. Warte mal, jemand will hoch, ich weiß, ob er mit dir reden will, warte mal kurz. Gerne, gar kein Thema. Hallo, Toni? Ja, Dina, ja, zu Dina wollte ich ein paar Sachen sagen. Zu den drei Punkten. Hallo Toni, grüß dich. Grüß dich, mein Lieber, servus. Also servus. Wegen Jesus, wegen die Sünden, ne? Weil du gemeint hast, dass er so sündigt. Pass auf. Bitte kannst du nochmal wiederholen? Ich habe das gerade nicht verstanden. Ja, wegen die Sünden, dass wir Sünden, obwohl Jesus für uns gestorben ist, dass wir trotzdem sündigen. Pass auf, wir leben in das Fleisch. Das Fleisch ist sündhaft. Aber und die 10 Gebote, die sind nicht abgeschafft, weil Gott züchtigt, wenn du die zehn Gebote brechen tust, wird dich Gott züchtigen. Aber deine Seele ist gerettet. Das heißt, wenn der Herr, also Gott, ändert deine Gesinnung. Du wirst gegen die Sünde kämpfen. Das, was Paulus sagte, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Was ich nicht tun will, das tue ich. Das heißt, du bekommst eine andere, du wirst sündigen als Mensch, aber dein Geist wird sich gegen die Sünde kämpfen. Und das ist die Veränderung. Weil einer wie du Beispiel oder einer von der Straße, also ein normaler Mensch, der Jesus nicht kennt, der für ihn
er hat keine Sündenbewusstsein. Er tut diese Dinge und denkt, er tut dann wieder ein paar gute Sachen, dann ist wieder alles gut. Das ist aber so nicht. Das, so funktioniert das nicht, dass du 10 gute Sachen machst und 20, dass du das ersetzt. Das, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht deine eigene Gerechtigkeit vor Gottes Gebote stellen. Die Gebote Gottes sind, wenn du was tust, er wird dich züchtigen. Wenn du Gott beleidigst, wird er dich züchtigen. Also, weil Gott lässt sich ja nicht spotten. So. Aber du sagst, kurz, du hast jetzt eine Unterscheidung. Zum Kelch. Ich kann mir gerade keine Notizen machen. Wenn du jetzt 3 Punkte auf einmal sagst, dann werde ich den ersten wieder vergessen. Oder zumindest okay, alle. Okay, das eine war, wegen, weil du gemeint hast, dass wir sündigen. Ja, jetzt hast du, Toni, in Bezug auf dieses Thema hast du eine Unterscheidung gemacht zwischen Fleisch und Geist. Das heißt, du sagst, eine Unterscheidung, ja, und das Toni, kann ich auch, dann lass mich aber auch bestätigen, kein Problem. Boah, Toni, lass mal bitte zu Ende. Du hast eine Unterscheidung, nur zum Verständnis, du hast eine Unterscheidung gemacht zwischen Fleisch und Geist. Du sagst, dein Geist lehnt diese Sünde eigentlich ab, aber dein Fleisch tut das trotzdem. Das heißt, dein Geist ist ja... Ja, aber das Fleisch ist ja eine Sünde. Toni, lass mich doch kurz. Toni, lass mich mal bitte zu Ende reden, bitte. Ja, komm zum Punkt, bitte. Ich will das... Ich mag das nicht. Bei deinem Punkt habe ich doch auch nicht gesagt, komm direkt zum Punkt. Weil ich will weiterkommen, komm direkt zum Toni, Punkt. Toni, dann mach du deinen zweiten Punkt, bitte, dann rede ich erst gleich. So. Wir handeln... Da wir jetzt einen neuen Geist haben, da wir den Herrn erkannt haben. Aber komm bitte schnell zum Punkt, ja? Weil ich muss noch ausführen. Komm schnell zum Punkt. Der Herr hat unsere Gesinnung geändert. Der Jesus erkennt, wir sind vom Geist neu geboren. Im Geist, man wird im Geist neu geboren, nicht im Fleisch. Das Fleisch ist gegen deinen Geist. So. Und wegen deiner Kelch. Das zeigt, dass Jesus der Einzige, es gibt keinen anderen Ausweg, dass nur der Jesus Christus diesen Weg auf sich nimmt. Mit dem Kelch. Es zeigt nur, wie wichtig. Es gibt keinen anderen Ausweg. Aus dem Grund, das hat Jesus so gezeigt, wie wichtig das ist, dass es nur er alleine diesen Kelch auf sich. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und genau das war das Bild mit dem Kelch, dass es keinen anderen Ausweg gibt als nur Jesus allein, weil er allein ist das Lamm, dass er die ganzen Dreck dieser Welt auf sich nimmt. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist das symbolische Bild auf dem Kelch, dass nur er alleine diesen Kelch auf sich nimmt. Okay, jetzt ist Dina dran, danach nehme ich den nächsten Gast hoch. Hast du nicht noch einen Punkt, Toni? Du sagst mal, weil du gemeint hast, das war mal der Punkt wegen der Sünde, dass du meintest, dass ihr trotzdem Sündigen, trotzdem Sünde. Ja, ich weiß, die 2 Punkte habe ich verstanden, aber du hast am Anfang gesagt, dass du 3 Punkte hast, weil ich finde nicht, dass er mich gleich nochmal unterbricht, weil er weitermachen möchte. Ja. Das eine war noch, das andere, dein Punkt habe ich vergessen, was du noch vorhin gemeint hast. Ah, genau, jetzt habe ich es wieder. Wir haben keine Selbstbestimmung. Und nein, Gott bestimmt nicht vorher. Der Mensch entscheidet. Der Mensch kommt zu Jesus Christus durch seinen eigenen Willen. Durch den Glauben, durch das Hören kommt der Glaube. Durch das Verkündigen kommt der Glaube. Wir nehmen das an und wir geben uns Jesus hin. Ja, ich glaube das, ich nehme das an und ich tue Buße und nehme Jesus für meine Sünden an. Und das ist dann diese Entscheidung für Jesus Christus. Das heißt, wir entscheiden uns für Jesus Christus aus freiem Willen. Gott, unser Gott tut vorhersehen, aber er plant nicht. Wie bei euch im Islam gibt es also die Vorherbestimmung, wo Adam sagte, was kann ich dafür, wenn Allah das so bestimmt hat. So, wir haben das nicht. Wir haben eine Vorhersehung von Gott. Gott weiß, was passiert, aber er greift nicht ein und in deinen Willen. Alles klar. Die Vorhersehung inkludiert aber automatisch auch die Vorherbestimmung. Nein, ganz gegen, überhaupt null, gar nicht. Ja, aber das ist das, was du in Bezug auf den Islam denkst. Den Gott festgesetzt hat, was hier passiert. Das ist ja das, was du dann in Bezug auf Islam. Nein, Vorhersehung, du entscheidest dich für diesen Weg, aber Gott bestimmt nicht deinen Weg. Du gehst diesen Weg. Ja, genau. Und das ist auch das islamische Verständnis, weil du hast vorhin gesagt, dass es... Das stimmt nicht. Das ist ein Unterschied. Vorherbestimmung... Nein, da kannst du in deinem Mitte kommen. Okay, Leute, das ist ein tiefes Thema. Ich glaube, damit werden wir jetzt nicht durch, deswegen. Ich weiß, ob Dina noch was... Sehr gut. Dieses Thema kann ich sehr gut analysieren. Warte mal, Toni, lass mal bitte kurz antworten. Okay. Aber bitte ohne Unterbrechung, Toni, ja? Schaffen wir das? Okay. Alles klar, danke dir. Also du stellst dich hier hin und redest über meinen Glauben und sagst, bei euch ist das so. Ich möchte nur, dass du mich verstehst. Oder nach dem ersten Satz.
Rede mal jetzt. Danke dir, Bruder. Also er stellt sich hin und redet über den Islam, über meinen Glauben. Ich habe ihn dann extra genau das islamische Verständnis in Bezug auf das Christentum erklärt und sage, die Vorherbestimmung, also dass Gott allwissend ist und alles weiß, inkludiert auch, dass er, jetzt habe ich mich selber versprochen, die Allwissenheit, das heißt, dass Gott die Zukunft kennt, inkludiert auch, dass alles schon bestimmt ist, habe ich dann gesagt. Und dann sagt er, nein, das ist bei uns Christen nicht so, wir haben immer noch einen eigenen Willen. Das ist bei uns im Islam genau derselbe Fall. Wir haben unseren eigenen Willen, Gott weiß aber alles und weiß auch schon die Zukunft. Das heißt, er weiß, wie wir handeln werden. Mhm. Aber wie wir uns tatsächlich dafür entscheiden, das ist immer noch unsere Entscheidung. Aber Gott weiß, wie wir uns entscheiden werden. Das ist ja, das inkludiert Allwissenheit. Das ist, würde ich jetzt, ich weiß nicht, wie das im Christentum ist, wenn das bei euch anders ist, okay. Aber ja, das zum ersten Punkt. Es gibt ein Hadith, die besagt, dass Allah einen Mensch dazu bestimmt hat, gewisse Sünden zu begehen. Also ja, ich sag ja, die Allwissenheit inkludiert, dass das Leben schon vorbestimmt ist. Ach so, okay, das heißt, dass Allah das schon festgelegt hat, alles sozusagen, wer in die Hölle geht und wer was macht. Nach islamischem Verständnis, damit wir am Ende, am Tag des jüngsten Gerichts nicht dastehen und sagen, nein, wir reden ja von einem allwissenden Gott. Das heißt, wenn Gott dir sagt, guck mal, du hättest so und so und so gemacht, aber weil wir Menschen so egoistisch sind, würden wir an diesem Tag immer noch sagen, nein, weil wenn ich auf der Welt wäre, dann hätte ich das ganz sicher nicht so gemacht, damit wir nicht in so eine Situation gelangen und dem Menschen Ungerechtigkeit widerfährt, haben wir eben diese Prüfung, sodass wir am Ende sehen können, guck mal, schau mal, tatsächlich, so hast du wirklich gehandelt, wie Gott es auch nicht vorherbestimmt hat, aber wie er es schon wusste. Und dieses Allwissen inkludiert dann auch die Vorherbestimmtheit. Ja, das ist eine logische Fortsetzung. Okay, guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt sündige, hat es Allah vorherbestimmt oder habe ich es aus meinem Willen rausgemacht? Du hast trotzdem den freien Willen. Gott weiß aber, wie du dich entscheiden wirst. Also nehmen wir jetzt mal an, wir laufen auf einen Weg zur Mensa und wir haben die Möglichkeit, rechts oder links abzubiegen. Mhm. Ich habe die freie Wahl, rechts oder links zu gehen. Aber weil Gott allwissend ist, er weiß schon vorher, ob ich rechts oder links hingehe. Das heißt, es ist schon vorherbestimmt in dem Sinne. Das heißt, Gott weiß, ich werde nach rechts gehen, aber der Wille, also in der Situation habe ich trotzdem den Willen, links oder rechts. Natürlich kannst du jetzt sagen, nein, dann hast du ihn ja theoretisch nicht, weil Gott weiß alles. Das heißt, er wusste ja schon, was du machen wirst. Also, guck mal, ja, dieser Hadith sagt ja nicht, oder bist du noch nicht fertig? Nee, Bruder, kannst ruhig sagen. Okay, also dieser Hadith sagt, ja, dass Allah es, also es ist nicht so, dass dieser Hadith sagt, dass Allah es weiß oder so, sondern dass Allah es bestimmt hat, dass ich gewisse Sünden begehe. Und die ich dann begehen muss, weil Allah das so bestimmt hat. Nicht weil, also es geht nicht um die, darum, dass Allah es vorher gesehen hat. Das ist ja was anderes. Sondern es geht darum, dass sie sagt, Allah hat es vorher bestimmt, dass ich nach links gehe. Und ich muss nach links gehen. Warum? Weil Allah das vorher bestimmt hat. Ja, aber das würde dann den freien Willen ausschließen. Und weil wir im Islam den freien Willen haben, oder wir als Mensch den freien Willen haben, trifft das natürlich nicht zu. Ich weiß nicht, in welchem Bezug dieser Hadith ist, ob das jetzt in Bezug auf einen Menschen ist, über den Gott da spricht. Den Hadith kenne ich persönlich gar nicht. Den kannst du mir ruhig sagen, dann gucke ich dazu mal nach. Aber darauf willst du jetzt so schnell erstmal keine Antwort. Ich bin ja kein Roboter, wie es jemand im Chat gesagt hat. Nee, das ist alles gut. Also ich erwarte. Da wird schon gesagt, Vorherbestimmung gleich keine andere Wahl. Ja, aber die Allwissenheit, stimmst du mir dazu, Mensa? Die Allwissenheit inkludiert die Vorherbestimmung? Ja. Wenn dein Gott weiß, ob du nach rechts oder links gehen wirst, dann inkludiert das schon, dass das vorherbestimmt ist. Weil er weiß ja, dass du nach rechts gehen wirst. Guck mal, was ich meine? Bei uns ist es so, dass unser Gott, ja, er nutzt unsere schlechten als auch unsere guten Taten, um seine Wille umzusetzen. Verstehst du aber? Das heißt, du kommst nur dem Willen Gottes nach, du hast keinen eigenen Willen. Doch, aber ich habe doch gerade gesagt, er nutzt unsere Willen, er nutzt das, was wir tun, unsere schlechten und unsere guten Taten, um seinen Wille umzusetzen, weil er ist ja souverän. Verstehst du? Das heißt, wenn er sagt, guck mal, ich will, dass Jesus gekreuzigt wird, dann nutzt er die bösen Absichten der Juden, er nutzt die bösen Absichten der Römer, verstehst du, um Jesus kreuzigen zu lassen. Er lässt es ja zu. Warum? Weil es ja seine Wille ist, aber das heißt nicht, dass er wollte, dass diese Leute sündigen, sondern er hat deren Sünde genommen, um sein Ziel zu erreichen. Verstehst du? Aber bei euch ist es so, dass Allah sagt, guck mal, du musst das machen, du musst diese Sünde begehen. Das ist ja der Unterschied. Ja, Mensa, okay, alles klar. Also du sagst, dein Gott weiß alles. Richtig. Und ich sage, wenn dein Gott alles weiß,
dann ist auch schon alles vorher bestimmt. Also das ist eine logische Schlussfolgerung. Das heißt, wenn dein Gott weiß, wie du dich entscheiden wirst, dann ist es auch schon vorher bestimmt. Das eine inkludiert das andere. Und zu einem im Chat, Charlie, du hast den Bukhari 6614 erwähnt, habe ich mir aufgeschrieben, werde ich mir durchlesen. Du brauchst mich nicht viel aufzuhalten, Charlie. Und noch was, ganz kurz, Dina, du sagst, Toni, bitte, es ist wichtig, dass du ihn ausreden lässt. Er wird dich auch ausreden lassen. Ja, lass uns mal einander ausreden. Ja, aber er hat doch ausgeredet jetzt, Bruder. Der hat doch seinen Punkt gesprochen. Toni, ich bin bis jetzt auf einen Punkt eingegangen, auf die anderen beiden. Okay. Wenn du nicht willst, gehe ich darauf nicht ein, gar kein Thema, dann mache ich weiter. Okay, Toni, jetzt bist du dran. Ja, er sagt doch immer, Allah weiß alles. Und dieser Punkt hat er definitiv verloren mit der Vorherbestimmung und Vorhersehung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da ist ein Unrecht. Du musst zugeben, Vorherbestimmung und Vorhersehung ist nicht dasselbe. Und das andere, also Allah weiß nicht alles. Es gibt Sachen, wo Allah sich verschätzt. Da muss ich Bruder Elia, weil da hat er die Quelle, wo Allah sich verrechnet wegen der Bogenlänge. Er sagt so viel oder ungefähr. Also Allah weiß es nicht. Andererseits ändert er die Gebetsrichtung, um zu wissen, wer ist der wer ihm folgt, wer glaubt an ihn. Warum muss Allah eine Gebetsrichtung wechseln, um zu dass er wissen muss, wer ihm folgt? Das ist doch eine menschengemachte Denken und nicht gottgemachte Denken, weil Gott muss nicht irgendwas ändern, um zu wissen. Weil Gott weiß doch schon. Warum muss er eine Gebetsrichtung wechseln? Das ergibt überhaupt kein, das hat nichts mit Wissen zu tun. Ihr sagt es zwar, ich kann auch sagen, ich weiß alles. Ich kann auch sagen, ich habe 5 Milliarden Euro in meiner Garage. Ich weiß, wie viele Universen gibt. Und dann, wenn man mich fragt, wie viele gibt es, weiß ich nicht. Genau das, eine Aussage, zu sagen, ich habe dies und das, ich weiß was, das sagt gar nichts aus. Alles klar, Toni, darf ich? Man wird geprüft, um zu wissen. Alles klar, Toni, darf ich? Ja. Du sagst, Gott ändert die Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka, um zu gucken, wer wahrlich ein Gläubiger ist. Genau, und das ist für mich alles klar, keine Toni, dann lass, Toni, dann lass mich kurz weiter ausführen. Wir Muslime, seit 1400 Jahren jetzt beten wir Richtung Mekka. Nehmen wir jetzt rein hypothetisch an, es kommt morgen eine neue Religion. Und diese verlangt von uns, diese Gebetsrichtung zu ändern. Was das für eine harte Prüfung ist, für jeden gläubigen Muslim. Das heißt, Gott setzt hier eine Hürde. Wer von euch ist wahrlich ein Gläubiger? Und natürlich weiß Allah, das ist ja das, was du selber als Vorhersehung nennst oder Vorherbestimmung, Allah weiß, wie das ausgehen wird. Aber die Prüfung, dass wir am Ende nicht sagen, nein, 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 ich hätte ganz bestimmt nicht so gehandelt, das ist ja eben Sinn und Zweck des Lebens. Aber es ging nicht darum, dass das heißt, wir wissen, Toni, ja, Moment, die eine Sache ist, dass Toni, wir wissen, Toni, wie, wo wir... Toni, er ist nicht fertig, bitte. Toni, okay. Im Umkehrschluss heißt es auch, nach christlicher Logik, wenn wir einen allwissenden und allmächtigen Gott haben, brauchen wir dieses Leben gar nicht, weil er weiß ja schon vorher, wer alles an Jesus geglaubt hat oder glauben würde und könnte auch direkt sagen, schau mal, ihr alle habt an Jesus geglaubt, wir brauchen das Leben gar nicht durchzuspielen, geht ihr direkt ins ewige Leben und ihr alle ins Ding. Also das ist eine, sowas nennt man in der Philosophie Theodizee-Problem. Du kritisierst quasi Gottes Plan. Als Geschöpf Gottes, ja, Gottesplan. Ja, ich kritisiere deinen Gottesplan, nicht meinen Gottesplan. Weil ja, aber dann kann sich jeder Mensch, das ist nämlich die Aussage ist immer noch falsch. Toni, das ist das, was Atheisten machen. Sie kritisieren Gottes Plan. Ich kritisiere deinen Gott, nicht meinen Gott. Ich habe deinen Gott kritisiert. Ja, ich sag ja nur, dann kann ich mich im Umkehrschluss auch hier hinstellen und sagen, im Christentum, wieso lässt Gott Menschenopfer zu? Das ist ja unmenschlich. Das ist Gottes Plan. Wenn das an der christlichen Theologie so ist, dann ist das kein Punkt, dann kannst du das nicht angreifen im Sinne von... Gottes reichen Segen. Ich muss ganz kurz dazwischen kretschen. Warte mal, ganz kurz. Guck mal, wir sind jetzt, ihr seid jetzt 4 Gäste. Lass uns mal bitte alle... ausreden lassen, ja, lass mit, bitte lass nur nicht, ganz lass kurz, nicht. Nur, das ist wichtig, der behauptet von sich selber, ja, dass ja, es Dicker, guck mal, warte doch mal, guck mal, ich rede doch gerade, ja, du bist hier, wir haben Zeit, keine Sorge, lass bitte einander ausreden, weil sonst werden die Zuhörer nichts verstehen, deswegen, okay, ja, alles gut, der Chris grüß dich erstmal, du kannst uns ja erstmal grüßen, wenn du reinkommst. Ja, Gottes reichen Segen euch. Ja, jetzt kannst du gerne einmal ausführen. Okay, dieser Jesus, der sagt, er ist Jesus, der ist jetzt im Stream, jetzt. Ich gehe jetzt wieder rein und der behauptet von sich selber wirklich, dass er Jesus ist und dass er da war und was weiß ich.
Das ist ja mal krass, Mann. Also ich wollte dich nicht länger stören, Toni, ich wollte es dir eigentlich sagen, weil ich dich kenne. Chris, wie meinst du jetzt? Über wen redest du jetzt gerade? Mensa, ich würde den rausschmeißen, der versucht Werbung für einen anderen Leistung zu machen. Nein, ich verspreche euch, ich oh Mann, ja, Leute. Also er sagt quasi, Mensa, er hat gesagt, es gibt einen Livestream, da ist jemand, der gibt sich als Jesus aus. Ja, ich hab, ja. Oh Mann, he returned. Ja, also zu Toni, es gibt Christen beispielsweise, die sagen, wieso lässt sich Allah 600 Jahre Zeit, bis er mit Mohammed kommt und klärt die Leute dann erst auf? Das ist alles, spielt in der Frage der Theodizee-Probleme eine Rolle. Das heißt, du kritisierst Gottes Plan. Das kann man jetzt aber auf alles beziehen. Wieso hat Jesus damals bei Moses legitimiert, dass man Kinder getötet hat im Krieg? Ja, kann ich dir gar nicht erklären. Nee, Ich will keine Erklärung von dir. Ich will nur, dass... Moment kurz. Jesus hat nicht so einfach so zugelassen, dass irgendwelche Kinder getötet. Welche Kinder und wieso? Diese Leute, die haben Götzen. Toni, du verstehst meinen Punkt gar nicht. Es geht gar nicht um Kinder. Du reist aus dem Kontext. Also den würde ich nicht da oben lassen an deiner Stelle, sage ich dir so, wie es ist. Sag mal zu. Die Kinder von dieser eine Götzendienerin, diese Dämonin. Wie heißt sie nochmal? Es gibt eine Frau, die Götzendienst, so eine Dämonin. Isabel, genau, die Kinder Isabels sind nicht kleine Kinder gemeint, sondern ihre Gefolgschaft, Leute, die lateinische Sachen machen, und die hat Gott zerstört. Und anders wieder, diese Leute vom Alten Testament, sie haben ihre Kinder Mammon geopfert. Und aus dem Toni, was erklärst du mir da? Toni, was erklärst du mir da? Das war doch gar nicht mein Punkt. Kindertötung. Toni, es war eine hypothetische Frage. Sag auch den Kontext dazu und nicht einfach nur Kinder. Weil, ich kann auch eine ganz andere Frage stellen. Du willst meinen Gott unterstellen, dass er ein Kindermörder ist. Toni, du schadest der Diskussion. Ich sag dir das so, wie es ist. Du schadest der Diskussion. Weil du bist anscheinend intellektuell nicht so weit. Aber ich kenne deine faule Früchte. Ja, und meine faulen Früchte, ja. Ja, du willst meinen Gott unterstellen, dass er ein Mörder ist, dass er Kinder getötet hat. Ohne Grund. Ja, und ja, du kannst meinen Gott nicht sagen, was er tun soll. Er kann dich töten, er kann deine Seele nehmen, er ist Gott. Du hast nichts zu sagen. Er ist Gott. Er hat einen Grund, warum er es macht. Ja, dann kannst du dich auch nicht dahinstellen und sagen, wieso ändert Gott die Gebetsrichtung, um zu prüfen, wer wahrlich ein Gläubiger ist. Ja, und das muss er nicht wissen. Das ist mein Punkt. Wir müssen wissen. Nee, und das ist eben mein Punkt. Du bist nicht konsequent. Du bist nicht konsequent. Verstanden? Okay, Leute, das ist ein bisschen durcheinander jetzt. Ja, der Toni, der schadet der Diskussion, Mensa, ich sag dir das. Nein, ich schade nicht der Diskussion. Natürlich schadest du der Diskussion. Nein, natürlich nicht, weil ich habe auf all deine Punkte geantwortet. Okay, Toni, mach mal bitte deinen Schlusssatz und danach macht Dina auch seinen Schlusssatz. Und dann mach ich mach meinen Schlusssatz. Mhm. Wegen der Weisheit. Normalerweise müsste es ändern, dass wir wissen sollten, wo die Gebetsrichtung ist. Nicht Allah. Wenn du es geht auf. Der Mensch muss es wissen, nicht Allah, nicht Gott. Gott muss nicht irgendwas wissen. Der Mensch muss es wissen. Der Mensch muss sich an irgendwas orientieren. Und Gott macht das für den Menschen, dass der Mensch sich orientiert und nicht, dass Allah eine Orientierung braucht. Und das ist diese dumme Aussage deines Gottes, dass er die Gebetsrichtung wechselt, um etwas zu wissen. Das ist doch voll bescheuert, Mann. Alles klar. Also ich werde keine Bibelstelle als bescheuert oder als dumm abstempeln. So auf so ein räudiges Niveau werde ich nicht heruntergehen. Toni, das, was du machst, das, was du machst, ist respektlos und ist räudig. Das spielt keine Rolle. Guck mal, du hast gerade geredet. Bitte, lass mal reden, bitte. Also wie gesagt, ich werde keine Bibelstelle nehmen und diese als was hat er gesagt? Abscheulich und dumm betiteln. Das würde ich nicht sagen. Abscheulich, ich habe dumm gesagt. Nicht du abscheulich. Du hast nach dumm noch was gesagt. Ja, dumm. Dass es dumm ist. Ja, alles klar. Also du nimmst jetzt Gottes Plan, du nimmst etwas, was Gott macht und kritisierst dieses als dumm, als Geschöpf Gottes. Alles klar. Wieso sagst du, dass ich Jesus gesagt habe? Ich habe deinen Allah gesagt, nicht Jesus. Ich habe nicht Jesus gesagt. Hörst du mir dazu? Wo habe ich gesagt, Jesus Christus ist dumm? Wo habe ich gesagt, dass Jesus dumm ist? Ich habe nicht gesagt, Jesus Christus ist dumm.
Ja, du hast gesagt, dass ich gesagt habe. Du legst ein Wort in den Mund. Okay, Leute, an der Stelle müssen wir jetzt diese Diskussion beenden. Also ja. Darf ich auch noch kurz ein Abschlussstatement machen? Ja, genau. Sag mal ohne den Toni, Bruder. Der Toni, der wird mir wieder ins Wort fallen, das sage ich dir jetzt schon. Toni, cool, dass du da warst. Ich nehme dich drunter. Ey, Dina, ich würde dann auch noch gern kurz mit dir reden und dann würde ich auch gehen. Also ich glaube, der Mensa will, dass ich nicht mehr so lange... Nee, egal, ihr könnt machen. Mach mal. Achso, ja, alles klar. Ja, gerne. Also solange ihr einander ausreden lässt, geht ja. Ja, safe. Erstmal Gottes Segen euch beiden. So, Dina, du hast ja geredet wegen mehreren Punkten. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte auf mehrere eingehen, aber zum Beispiel willst du noch eine Sichtweise hören wegen dem Glauben an Jesus Christus, dass er für ihn gestorben ist, dass er dann gerettet ist? Willst du noch eine Sichtweise davon hören oder hast du schon genug oder hast du es verstanden oder? Darf ich dir eine Frage stellen? Gerne. Also du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Amen. Ja. Und glaubst du, also welche Natur ist für dich am Kreuz gestorben? Die menschliche. Die menschliche. Also reicht es für dich, dass ein Mensch für die Sünden aller Menschen stirbt? Ja, wie stellst du das sonst vor? Soll ein Schwein für die Menschen aller, soll ein Affe, es muss ein Mensch sein, der für die Menschen stirbt. Macht ja keinen Sinn. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel vor Gericht gehst, kannst du auch nicht jetzt dem Hund die Schuld geben. Weißt du, was ich meine? Ein Mensch muss für einen Menschen. Also wir haben im Islam, nur zum Verständnis, wir haben im Islam haben wir keine Menschenopfer, wir haben Tieropfer. Das heißt beispielsweise mit Abraham und bei euch ist es, glaube ich, Isaac und bei uns ist es Ismail. Da war ja auch, dass die Prüfung war, dass sein Sohn geopfert werden musste, aber Gott hat das nicht zugelassen, ein Menschenopfer nicht zugelassen und dafür wurde dann ein Tier geopfert. Das heißt Tieropfer, wie du sagst jetzt Schwein und hast es irgendwie versucht lächerlich darzustellen, aber das ist gar nicht mal so fernab von der Realität. Das heißt, wenn man über die Tradition der Religion schaut, sind Tieropfer doch ganz normal. Menschenopfer sind aber nicht so normal. Deswegen frage ich nochmal, für dich ist ein Menschenopfer, das heißt, dass ein Unschuldiger für die Sünden aller stirbt, ist für dich vollkommen in Ordnung. Hör mir zu. Es gab früher, bei den Juden gab es Tieropfer. Ja. Aber diese Tieropfer waren alle nur symbolisch gedacht für Jesus Christus später. Verstehst du? Man hat meistens Lämmer geschlachtet. Und Jesus Christus ist das vollendete Lamm, also das letzte Lamm, das beste Lamm, also das einzige Lamm eigentlich. Ja. Und er selber sagt, er ist das Lamm Gottes, was für die Menschen der Sünden der Menschen sich hingegeben hat. Verstehst du? Und durch sein Blut werden wir gereinigt. Das Ding ist, du darfst es nicht als Opfer sehen, du musst es eher so sehen. Am besten siehst du es so, ein Mensch kann nur die Sünden von einem anderen Menschen bezahlen. Verstehst du? Weil ein Tier kann ja nicht mäßig deine Sünden nehmen. Aber Jesus Christus war ja ein Mensch, deswegen kann er deine Sünden ja nehmen, weil er gerade ein Mensch ist. Verstehst du? Nur deswegen kann Jesus deine Sünden nehmen. Anders wäre es ja gar nicht möglich. Mein Kritikpunkt, dass man einen Menschen nimmt, und diesen sterben lässt für die Sünden aller Menschen, ist für mich nicht gerechtfertigt. Und ich erkläre dir auch wieso. Gerne erkläre ich dir wieso. Okay. Ich erkläre dir, wieso diese Gerechtigkeit für mich keine wahrliche Gerechtigkeit sein kann. Man nehme folgendes Beispiel. Jemand tötet einen Menschen und wird dann angeklagt. Dann könnte man meinen, die gerechte Strafe für denjenigen, der einen Menschen getötet hat, ist, dass man diesen Menschen jetzt auch tötet. Das heißt, wir hätten ein Menschenleben. Gerecht? Gerecht. Könnte man immerhin mal so annehmen. Hm. Wenn man jetzt aber jemanden hat, der 5 Menschen getötet hat, ein Mensch hat 5 Menschen getötet, wie willst du diesen Menschen jetzt 5-mal töten? Und meine Frage an dich ist für dich ein Menschenopfer genug für die Sünden aller? Ich sag nicht nur für einen Menschen. Es gibt genug Menschen, die mehr als 5 Leute getötet haben. Ich sag ein Mensch für die Sünden aller Menschen. Und dass Leute reinschreiben, ja, aber dieser Mensch war sündenlos und fehlerfrei, das ist ja eben noch so erschreckender, weil so ein perfekter Mensch geopfert wird, eben für diese dreckigen Sünden. Das ist ja das, womit ich ein Problem habe. Wenn man sagen würde, Gott ist gestorben, Gott hat sich geopfert, das ist wiederum was anderes. Dann könnte man meinen, hier ist ein ganz anderes Level, ein Level, was unsere Dimension sprengt. Nicht ein Mensch ist gestorben, Gott ist gestorben. Aber das geht gar nicht. Gott kann nicht sterben. Ja, aber guck, Dina, Lars. Da hast du jetzt nämlich ein ich glaube, du hast das Verständnis nicht, wie das christliche Konzept der Errettung und beziehungsweise der
Verdammnis, also in die Hölle, warum überhaupt Christen in die Hölle kommen. Schau, bei uns ist das nämlich so. Und das ist eigentlich auch so, eigentlich ist das auch die Wahrheit, wenn du drüber nachdenkst. Und zwar bei uns ist Gott, und ich glaube bei euch ist es auch so, Gott ist perfekt. Er ist bei uns die Liebe, er ist die Gerechtigkeit, sagt er. Er sagt sogar, dass er das Licht ist, verstehst du? Und Gott sagt bei uns, dass er keine Sünde macht. Kannst du mir da zustimmen? Dass Jesus sündenfrei war? Nein, dass Gott allgemein, Gott hat keine Sünde an sich. Gott hat keine Sünde. Aber ich würde nicht zustimmen, dass Jesus sündenfrei ist. Nein, aber Gott hat Sünde oder nicht? Gott hat keine Sünde. Richtig. Also Gott kann wegen seiner Natur, weil du bist ja auch jemand, der, du sagst ja, du studierst Philosophie. Ja. Ist ja logisch, dass er wegen seiner Natur, seine sündenfreie Natur, seine Präsenz, sein Sein, kann gar nicht mit Sünde zusammen sein. Verstehst du? Und jetzt kommt ja das Problem. Das ist, Bruder, das ist. Und das ist, sorry, dass ich unterbreche. Aber Dina, kannst du dann später bitte erläutern, wo Jesus gesündigt hat? Cool. Ich kann dir sagen, wieso ich nicht glaube, dass Jesus sündenfrei ist. Ja, klar. Ich glaube, lass mal hier Return zu Ende reden, danach, wenn du dann... Ja, klar, gar kein Thema. Also, und wir sagen ja, dass Gott keine Sünden hat. Und wir Menschen, wenn wir Sünden begehen, können wir automatisch nicht mehr mit ihm sein. Weil du kannst ja, Dina Allahs, du kannst ja kein Licht und Finsternis in einem Raum gleichzeitig haben. Wenn du das Licht anmachst, die Finsternis muss weichen. Verstehst du? Das ist paradox. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das heißt, ab dem Moment, wo wir Menschen sündigen, sind wir getrennt von Gott. Automatisch. Wir haben eine riesige Trennung zwischen uns und Gott. Da gibt's, wir sind dann sozusagen eigentlich weg einfach von Gott. Und jetzt kommt's. Deswegen gibt's ja die Hölle. Das ist nämlich der Ort, wo wir hinkommen, wenn wir getrennt von Gott sind. Weil wenn du Gott von einem Raum wegnimmst, wenn du Liebe, Gerechtigkeit, Hoffnung, diese ganzen guten Dinge aus einem Raum wegnimmst, Dina Allahs, was bleibt denn dann? Nur Böse, du hast nur Schlechtes, verstehst du? Kälte, du hast keine Wärme, du hast nur Dunkelheit, verstehst du? Du hast nur schlechte Sachen. Natürlich ist dann dieser Ort Hölle, logisch. Wenn du Gott aus einem Ort nimmst, ist es die Hölle. Ja. Und das ist die Definition von Hölle, ist Abwesenheit von Gott. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, hat keine Sünden gehabt an sich. Als Mensch musste er kommen. Er musste als Mensch kommen. Es ist ja nicht anders möglich, weil wir Menschen sind. Er musste als Mensch kommen, das Gebot halten, keine Sünde begehen, hundertprozentig sozusagen mit Gott sein. Und dann sterben, weil er sich erkannt, er hat ja nie gesündigt. Das heißt, er war bei Gott immer. Und dann ist er halt gestorben für unsere Sünden. Damit, wenn wir an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist ja das Lustige ist ja, dass, weil er keine Sünden gemacht hat, musst du dir das circa so vorstellen, wie ein Fass ohne Boden. Genau weil er keine Sünden gehabt hat, hat er gleich alle Sünden, die es je gegeben hat, auf sich genommen. Verstehst du? Das ist wie ein Fass ohne Boden. Es ist, du jemand der Philosophie, du kannst dir gar vorstellen, was ich meine. Es hat keinen Boden, es ist unendlich. Also wenn, das war ja meine Frage, wenn das für dich kohärent ist, dass ein Mensch für die Sünde aller Menschen stirbt, wenn dieser sündenfrei ist, dann ist das deine Ansicht, die respektiere ich dann so. Ja, aber es ist ja so, weil nur zum Verständnis, du sagtest, also die Abwesenheit von Gott ist Hölle. Deswegen musste Jesus hier hinkommen, damit die Welt immerhin noch ein bisschen Hoffnung hat, mäßig. Oder was war der Sinn daraus? Damit er uns wieder mit Gott versöhnt, damit er uns wieder verbindet mit ihm. Das heißt theoretisch, die Zeit vor Christus war dauerhaft wie die Hölle? Was meinst du? Die Menschen auf der Erde? Du sagst ja, die Abwesenheit von Gott ist die Hölle. Nein, wenn du stirbst. Du hast gerade deine eigene Definition von Hölle gegeben. Du sagtest, die Abwesenheit Gottes ist die Hölle. Ja. Ja, dann frage ich dich, die Zeit vor Jesus, war das dann quasi die Hölle? Weil da war ja dann Gott abwesend in dem Sinne. Weil wenn du nach meinem Verständnis ist Gott nicht abwesend hier auf dieser Erde. Weil wir haben ja Gottes Offenbarung. In der geistlichen Welt dann, also in deine Seele ist ja eigentlich das, was lebt in dir. Ach so, ja, dann habe ich den Punkt verstanden. Also du sagst... Deine Seele ist ja eigentlich das, was lebt. Dein Körper ohne Seele ist wie ein Roboter ohne Strom.
So, weißt du, wie ich meine? So, der Ex, der lebt nicht. Ein Roboter lebt sowieso nicht. Aber verstehst du, was ich meine? So, dass die Seele ist der Strom, das wir brauchen zum Leben. Und das ist eigentlich das Leben, unsere Seele. Okay, Dina, kannst du vielleicht erläutern, wo Jesus gesündigt hat? Also das würde mich mal interessieren. Nee, weil ich habe auch in den Kommentaren gelesen, also ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber... Ja, ja, einer hat in den Kommentaren geschrieben, genau. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, selbst im Koran ist doch Isa sündenfrei. Achi, was redest du da? Ich habe nicht gesagt, dass Isa alayhi salam sündenfrei ist. Ich habe gesagt, dass Jesus in der Bibel, nach meiner Ansicht, in der Bibel selber, an die ein Muslim in der Hinsicht nicht glaubt, weil wir davon ausgehen, dass sie verfälscht ist. Und ich würde Jesus an sich keine Sünde zuschreiben. Aber der Jesus in der Bibel hat nach meiner Ansicht gesündigt, ja. Okay. Oder wie, wieso? Wobei? Das erkläre ich dir gerne, aber dann entscheidet jetzt kurz eine Kaffeetasse, weil ich muss, die habe ich jetzt auf meinem iPad, die habe ich ja auf meinem Handy, die Notiz. Ich muss kurz die Stelle raussuchen. Das heißt, ich bin kurz weg, eine Sekunde, ja. Worum ging es da ungefähr? Vielleicht weiß ich es. Ah, ja, vielleicht weißt du das sogar selber. Es geht einmal um eine Stelle, wo der Wein verboten wird. Aber jetzt nicht direkt schon einen Schluss ziehen, Mensa. Es geht einmal um eine Stelle, wo der Wein an sich verboten wird. Dann, oder zumindest der übermäßige Konsum. Und dann gibt es eine andere Stelle, dass man sich nicht an Orten aufhalten soll, wo der Wein verzehrt wird. Wo der Wein getrunken wird. Okay. Diese zwei Stellen sehe ich als im Widerspruch zu der Stelle, wo Jesus auf der Hochzeit, wo der Wein alle ist, plötzlich mehrere Fässer Wasser voll mit Wein, also Wasser in Wein verwandelt. Wo man erstens mal davon ausgehen kann, rein logisch, dass wenn der Wein schon leer ist, der für eine Hochzeit geplant war, man geht ja davon aus, man trinkt wenig, in Maßen, ist ja erlaubt anscheinend. Wenn man in Maßen trinkt und der leer ist, dann sagt man ja, okay, alles gut. Dass man dann mehrere Fässer nochmal nachfüllt, inwiefern bringt man das in Verbindung mit in Maßen trinken, erstens. Und zweitens, hat sich Jesus nicht in dem Moment in einem Raum aufgehalten, wo Leute den Wein verzehren. Und das ist nur ein Punkt, es gibt noch mehrere Westen. Wo steht es im Gesetz, im Torah, dass wenn du dich in einem Raum befindest, wo Wein vorhanden ist, dass du sündigst? Dass man sich von solchen Orten fernhalten soll. Wenn wo steht es im Torah, dass es eine Sünde ist? Ja, dafür müsste ich kurz raus und nachschauen. Okay. So. Hochzeit ist doch kein Ort, wo Wein, also es ist ja kein Ort per se. Ja, ich glaube sogar, er meint eine Stelle im Sprüche, aber wir werden ja gleich sehen, was er genau meint. Ich glaube, mit Orten sind so Tavernen und so Bars gemeint, was ich mir gut vorstellen kann, dass das eine Sünde ist, da reinzugehen. Naja. Ich habe eigentlich eine andere Stelle erwartet, weil die Muslime kommen meistens mit ich glaube, zwei andere Stellen oder so, wo er zum Beispiel sauer wird und sie sagen, guck, er ist sauer geworden, deswegen hat er gesündigt. Also. Nee. Aber das habe ich noch nie gehört. Das ist in Sprüche 23, 20, 21, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, hast du gehört, wo ich meinte, das ist bestimmt aus den Sprüchen? Ich habe das sogar gerade gesagt. Weißt du warum? Weil Sprüche ist kein Gesetz. Sprüche sind Weisheiten. Sprüche reden. Ja, aber diese Weisheiten sind ja Teil des Gesetzes. Verstehst du? Na, guck mal, Sprüche ist geschrieben für Menschen, damit sie weise werden. Damit sie von Sünde, wie heißt es, wegkommen. Fernbleiben. Okay, aber ja. Jesus selbst ist ja derjenige, der Salomo diese Weisheit gegeben hat, diese Sprüche zu schreiben. Okay, und Jesus selbst ist in der Lage, seine Bedürfnisse zu kontrollieren. Also Jesus kann ja gar nicht sündigen. Deswegen nur, weil er an einem Ort war, wo Wein getrunken wird, kannst du ja nicht sagen, guck, er hat gesündigt. Abgesehen davon, dass es nicht mehr im Gesetz von Mose steht. Das ist ja nur ein Weisheit, das ist ein Ratschlag, was im Sprüche steht. Das stimmt wirklich, ja. Ja, also dann nehme ich das jetzt mal so an. Gibt aber noch ein paar andere Punkte. Bitte. Ja. Und zwar sind das, wenn man annimmt, dass Jesus Gott ist und dieser allwissend ist, dann verfügt er über Wissen. Und wenn er etwas, wenn er spricht, dann spricht er ja die Wahrheit. Ein Gott spricht die Wahrheit. Und ein Gott irrt sich nicht. Das heißt, wenn Jesus spricht und sich irrt, begeht er nach meiner Auffassung. Also das schließt schon mal seine Gottheit aus, das sowieso in meinen Augen. Aber das ist für mich auch ein Grund zu sagen, er war auf jeden Fall nicht sündenfrei. Weil entweder er weiß alles und lügt sie an, oder er weiß es nicht und sagt etwas, ohne zu wissen, wie es eigentlich ist. Das heißt, er spricht etwas aus, ohne zu wissen, was eigentlich, ohne die Wahrheit dahinter zu kennen. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie, wenn ich etwas behaupte oder etwas sage, so, schaut mal, so und so ist das. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Das ist eine Lüge.
Und da kann ich jetzt einen nennen, wenn ihr wollt? Sag an. Ja, Moment. Jesus behauptet in Johannes 3,13: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Mhm. Aber in Hebräer 11,5 ist Henoch schon einmal im Himmel gewesen und Elia in 2. König 2,11. Das heißt, entweder Jesus wusste es hier nicht, oder er weiß es sehr wohl, aber behauptet hier etwas, ohne etwas zu wissen. Das passt nicht, das passt weder zu einem Propheten, noch passt das zu einem Gott. Das heißt, entweder er lügt oder er weiß es nicht und tut es so da, als würde er es wissen. Also. Okay, kennst du den Kontext von Johannes 3? Nee, aber das ist jetzt nur eine Stelle. Okay, kennst du nicht, okay. Dann frage ich mal so, ist Elia oder Henoch zurückgekommen vom Himmel? Nö. Nee. Genau, und das ist der Punkt. Jesus, sein Argument war, guck mal, es war keiner oben, der wieder zurückgekommen ist, um etwas zu erzählen, weil in diesem Kapitel, im Kapitel 3, deswegen habe ich gerade gefragt, ob du den Kontext kennst, da hat er gerade mit Nikodemus gesprochen. Und kurz vorher hat er gesagt, ihr glaubt nicht, was wir bezeugen. Damit meinte er Menschen, die oben waren, die wieder runtergekommen ist. Aber es gab ja keinen, nur er ist gekommen von oben. Und das war sein Argument. Sein Argument war, es noch nie war jemand im Himmel, der mit Gott geredet hat und wieder zurückgekommen ist. Außer Jesus selbst. Deswegen wollte er, dass Nikodemus das, was er sagt, das, was Jesus sagt, ernst nimmt. Das war die gesamte Diskussion. Du kannst ab Vers 1 lesen bis, ich glaube, Vers 20 oder so. Keine Ahnung. Bruder Beethoven im Chat, ich suche keine Widersprüche auf Krampf. Ich habe nur ein paar Punkte, weshalb ich nicht glaube, dass Jesus sündenfrei ist. So zum Verständnis, ich weiß nicht, seit wann du jetzt. Leute, ich muss gleich gehen. Dina okay. Alas, und zwar wollte ich noch wegen dem einen Sache noch sagen. Wegen, du hast ja gesagt, Vorherbestimmung und Vorherwissen. Und zwar differenzieren wir das schon, weil wir sagen ja, dass Gott alles weiß, aber wir haben ja trotzdem einen freien Willen. Und du musst dir das circa so vorstellen, so habe ich das mal gehört, und ich finde dieses Gleichnis, also diese Analogie finde ich sehr gut. Und zwar ist das, spielst du Fußball oder irgendwas, irgendein Sport? Ich bin eine Faulenzer, wow. Aktuell habe ich gar nichts. Aber stell dir mal vor, du hast eine Lieblingsfußballmannschaft. Ja. Und du spielst jetzt am Samstag das nächste Match. Das nächste Turnier mit. Ja. Und du freust dich schon drauf. Es ist Freitag und du freust dich schon auf den nächsten Tag. Und du willst das unbedingt sehen. So, jetzt kommt's. Samstag ist es nicht ausgegangen, aber du hast zu deiner Frau oder zu deinem Kollegen gesagt, er soll es aufnehmen, damit du es dir später anschauen kannst. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Sonntag. Du hast Samstag nicht schauen können, jetzt kommt der Sonntag, du hast jetzt Zeit, du tust die Videokassette rein und deine Frau und oder der Typ, der es aufgenommen hat, kommt und sagt, hey, die verlieren so und so viel. Jetzt sagst du, wow, jetzt weiß ich so das Ende. Aber das Ding ist, nur weil du das Ende weißt, heißt es ja nicht, dass wie die Spieler auf dem Spielfeld, was sie da machen, dass das alles, dass sie dort keinen freien Willen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Das ist aber kein kohärentes Beispiel, Bro. Weißt du, wieso? Weil der allwissende Gott weiß nicht nur, wie das Spiel ausgeht, sondern er weiß jede einzelne Sekunde. Er weiß jede einzelne Bewegung. Er weiß alles. Das ist ja nicht seine Tatsache. Das inkludiert Allwissenheit. Na, guck, ich verstehe, was du sagst. Auch wenn du das Video jetzt 100-mal anschaust und du weißt jede Sekunde, heißt es noch lange nicht, dass die Spieler auf dem Spielfeld kein freien Willen hatten bei den Zügen und was sie gemacht haben, wie sie gespielt haben. Da hattest du kein sozusagen oder sehr gut. Dieses Beispiel schreibe ich mir auf, um das islamische Verständnis vom freien Willen zu erklären. Das ist genau das islamische Verständnis vom freien Willen. Nein, das ist aber nicht. Das kommt ja, Dina Allahs, weil es gibt nämlich ein Hadith und deswegen, das wollen wir dir erklären. Und zwar Allah macht im Islam nämlich den, dass er den Leuten sozusagen
dass alles vorherbestimmt, also was er tut, was er isst, was er sündigt, was er nicht sündigt, was er Gutes tut, was er Schlechtes tut, ob er zu Allah kommt, ob er nicht zu Allah kommt, diese ganzen Dinge bestimmt Allah schon vorhinein. Und zwar sehen wir das in einem Hadith. Ich weiß es dir ganz genau nicht, aber du könntest auf sunnah.com einfach eingeben, einfach ein paar Schlagwörter bei Suche. Ich hab diesen Hadith, also falls notwendig, kann ich das einblenden. Ich weiß nicht, ob du den gleichen hast, das mit Adam. Das ist 6600, ja. Das ist 6614, wenn ihr mitlesen wollt. Also auf jeden Fall. Adam und Moses, ne? Ist das das? Adam und Moses reden und ja. Adam sagt, Moses sagt zu ihm, ja, wegen dir sind wir alle aus dem Garten Eden oder wir sind alle verflucht wegen dir mäßig. Und Adam sagt zu ihm, wieso gibst du mir die Schuld für eine Sünde, die Allah 40 Jahre bevor er mich überhaupt schon gemacht hat, für mich schon vorherbestimmt hat? Das sagt er zu ihm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, Allah hat schon vorherbestimmt, dass Adam das ist. Checkst du? Ja, das ist ja das, was Adam kritisiert. Ja, er sagt, wieso gibst du mir die Schuld dafür? Und Moses ja, sagt, aber, ah, okay. Und Moses hat dann die Debatte verloren gegen Adam, steht dann noch weiter. Verstehst du? Also, wir sehen ganz klar, dass Allah bei euch entscheidet, was jeder tut. Und guck mal, ganz kurz, ich blende mal einen Hadith ein, okay? Ich blende mal einen Hadith ein. Aber ich muss jetzt gehen. Dina Alas, es hat mich gefreut. Mensa, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, wir können ihn auch reden. Mich auch. Wie heißt du? Wie heißt du hier, Return? David. David, alles klar. Schönen Tag noch, Bro. Ich küsse jetzt. Schönen Tag noch, Bruder. Guck mal, hier ist ein Hadith aus Sahih Muslim. 2657b. Na, ihr könnt screenshotten, oder du, Dina, das, falls du später nochmal nachgucken willst. Einen Moment, ich schreib das direkt mit. Einen Moment, ja. Mhm. 2657b. Genau. Einen Moment. 2657. Ja, alles klar. Fahr fort, Bro. Da steht folgendes: Da steht, Verily, Allah. Könnt ihr das sehen? Oder ist es recht rum? Nee, ist gut. Okay, da steht. Oh Mann, Alter, warte. Du, wenn du den Stift einhältst, dann fokussiert das nicht. Warte, ich mach das anders, warte. Ne, du Dina, bitte mit mir dem Charlie. Chill mal, du. Nur weil ich auf einen Hadith jetzt erstmal auf die Schnelle keine Antwort finde. Ich bin niemand, der sich hier hinstellt und dann auf Krampf versucht. So. Da steht, Allah has fixed the very portion of adultery, also Unzucht, which a man will indulge in. Also Allah hat vorher bestimmt, fix ist vorher bestimmen, ne? Vorher bestimmt, dass ein Mann Unzucht begeht, and which he of necessity must commit. Also er muss es tun, weil Allah das vorher bestimmt hat. Verstehst du? Und das steht hier. Oder ich lese mal weiter. Hier, er sagt, the adultery of the eye, ne, is the lustful look, and the adultery of the tongue, oh man, of the licentious speech, the heart desires and yearns, which the parts may or may not put into effect. Verstehst du? Das hat Allah vorher bestimmt. Deswegen, aber ja, du kannst ja nachgucken, du kannst gerne, keine Ahnung. Ja, Mensa, also die Erklärung, die ich vorhin gegeben habe, also erstens die beiden Hadithe, ich bin offen und ehrlich, die kannte ich jetzt erstmal nicht, habe ich mir beide aufgeschrieben, Bukhari 6614 und 2657b Muslim. Oh. Nicht, dass mir unterstellt wird, ach, der tut doch nur so, der schreibt ja auch jemand, geh lieber Philosophie studieren. Hört doch bitte auf mit sowas. Ich bin kein Lexikon, wenn mir ein Hadith vorgeworfen wird, dass ich direkt darauf antworten muss, erstens. Aber rein mein logischer Menschenverstand sagt mir jetzt schon, dass wenn Gott alles weiß, dass das automatisch auch inkludiert, dass alles vorherbestimmt ist. Und das ist ja nochmal das islamische Verständnis. Wir haben trotzdem den freien Willen. Aber natürlich, wenn Allah weiß, in 50 Jahren werde ich das und das tun, dann muss ich das tun. Weil es Allah ja schon weiß. Wenn er allwissend ist, dann weiß er, was ich in 50 Jahren mache, wenn ich überhaupt 50 Jahre lebe. Das heißt aber nicht, dass ich selber in der Situation in 50 Jahren nicht den freien Willen habe zu entscheiden. Aber weil Gott das weiß und das damit auch schon vorherbestimmt ist, heißt das nicht, dass ich keinen freien Willen mehr habe. Natürlich, man kann das jetzt so auslegen, dass ich dann natürlich keinen freien Willen mehr habe, aber hier auf dieser Welt habe ich den freien Willen trotzdem zu entscheiden. Nur Gott weiß schon längst, für was ich mich entscheiden werde. Und der Sinn und Zweck darin, jetzt sagen manche, das ist doch ein Widerspruch, der Sinn und Zweck darin liegt darin, dass Gott sich nicht eines Tages dahinstellt und sagt, schau mal, du hättest das so und so und so gemacht. Und der Mensch dann aus seinem Egoismus heraus anfängt zu sagen, nein, mit Sicherheit, ich hätte das so und so und so gemacht. Ich hätte das nicht so gemacht, wie du es mir sagst.
Weil wenn man dann eben aufzeigt, komm mal, schau mal, hier hast du aber schon so gemacht, dann gibt's nichts mehr zu diskutieren. Das ist eben das, womit wir sagen, dass Allah der Gerechte ist. Dass Allah jetzt nicht jemanden nimmt und sagt, schau mal, du hättest so und so gemacht, deswegen zeig direkt in die Hölle. Dann könnte sich derjenige, der in die Hölle geht, könnte sich dann ungerecht behandelt fühlen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, Gott ist doch allmächtig, er könnte das ja so machen, dass er sich nicht ungerecht behandelt fühlt. Hm, verstehe. Ja, Bruder, das ist dann wieder etwas, das könnte man dann auf alles beziehen. Das ist alles, ja, das spielt alles in der Theodizee-Frage eine Riesenrolle. Das heißt, wie kann Gott so und so etwas zulassen? Das ist dann würden wir alle Religionen, mit dieser Frage würden wir alle Religionen platt machen. Also das machen Atheisten. Versuchen zumindest. Wenn wir jetzt untereinander, wenn wir, du als Christ, ich als Muslim, jetzt auch noch anfangen, so Theodizee-Fragen zu stellen, Bruder, dann landen wir wirklich. Also wir als Gläubige müssen immerhin zusammenhalten. Also ich finde das cool, wenn du deinen christlichen Glauben hast, du dich daran festhältst, du hast einen Strang im Leben. Bruder, go for it, Bruder. Du hast deinen Glauben. Ja, das ist richtig, also vor allem, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das kann man jetzt nicht von heute auf morgen klären. So. Aber auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall sagen, du bist, glaube ich, der beste Moslem, mit dem ich bis jetzt auf TikTok geredet habe und auch sehr, sehr respektvoll, weißt du. Und deswegen, also, ich finde das auf jeden Fall gut. Cool, dass du auf jeden Fall da warst. Ich meine es mir, ja. Ich sag so, wie es ist. Ich habe schon mit vielen anderen geredet. Du bist auch mit ganz weit oben bei mir. Also wenn ich bei jemandem ich habe manchmal bei dir, wenn ich dir zuhöre, diesen Moment von, der argumentiert richtig schlau. Also das, was er sagt, macht Sinn. Das heißt, beispielsweise, früher habe ich mir du kennst wahrscheinlich Iman TV, ne? Ja. Früher habe ich mir die Streams von denen angeschaut und die Sachen, die über das Christentum dann da dargestellt haben, habe ich erstmal einfach so hingenommen. Nachdem man aber Erklärungen von dir gehört hat, beispielsweise mit der Situation, wo Jesus etwas nicht weiß, hast du schon zigmal erklärt. Hier muss man den Begriff anschauen, dieser Begriff kommt woanders auch vor. Das meint hier nur, dass Jesus das nicht äußern möchte. Er weiß es eigentlich, aber es gebührt nur dem Vater, das offen zu geben und so. Das wird verglichen mit der Hochzeit und so, das hast du schon so oft erklärt. Ich habe dann dadurch ein ganz anderes Verständnis und kann viele Sachen schon automatisch so, okay, darauf gibt es dann eine gute Antwort. Aber es gibt trotzdem viele Fragen für mich persönlich, die ungeklärt bleiben. Ja, normal, ist ja normal. Deswegen bin ich ja Muslim, ich bin überzeugter Muslim. Ich bin kein Muslim, der sagt, ja, bin halt reingeboren. Ne? Weil so, wenn jemand so reinkommt, der ist nicht richtig überzeugt. Ne? Nee, auch vor allem. Ja, Mann, also hat mich auch gefreut. Man merkt auf jeden Fall, dass du sehr, sehr tief nachdenkst, weil, wie du weißt, ne, ich bekomme oft die gleichen Fragen, so, weißt du, aber die Fragen, die du gestellt hast, sind schon ein bisschen anders gewesen, weißt du, und deswegen, und auch deine Art, weißt du, ist auf jeden Fall cool gewesen, mit dir zu reden. Und ja, bleib mal weiter so, und ich hoffe, dass du irgendwann ein christlicher Bruder wirst. Mensa, du mit deinem Verständnis, ne? Ich sag dir ehrlich, geh mal ganz ohne irgendeine Voreingenommenheit, mach nur den Koran auf, Bruder. Und versuch wirklich die Wahrheit zu finden. Also sag dir selber, oder sprich mal das Bittgebet nicht an Jesus, sprich mal das Bittgebet an denjenigen, der das Universum erschaffen hat. Und sag, wenn es dich wirklich gibt, hab keine Angst davor, wenn es dich wirklich gibt, an alle, die hier zuschauen, hab keine Angst vor der Wahrheit. Wenn es dich wirklich gibt, gib mir dieses eine Zeichen in meinem Leben. Mal schauen, wenn ein Zeichen kommt, kann sein, dass du Jesus dann siehst. Dicker, das ist ja, genau das ist ja bei mir passiert, deswegen, aber ich will jetzt nicht zu viel reden, aber genau das ist bei mir passiert. Das ist ja auch der Grund, warum ich gerne mit Muslimen rede, weil ich gerade durch einen Muslim Christ geworden bin. Verstehst du? Das ist wirklich so gewesen. Ich war ja nicht immer gläubig, ich war auch nicht immer Christ. Ich war der kritischste Mensch überhaupt, wenn es um Religion geht, wenn es um Glauben geht. Ich habe Glauben gar nicht ernst genommen. So, oder irgendwann habe ich sogar damit abgefunden, dass ich so in die Hölle gehe, so war ich. Aber dann habe ich wirklich Jesus erlebt. Verstehst du? Und deswegen bin ich hier nicht einfach, weil ich irgendwie durch, keine Ahnung, Vorurteil oder durch Eltern oder sowas Christ geworden bin. Aber glaub mir, ich habe genau das, was du vorgeschlagen hast, genau das ist bei mir passiert. Und deswegen, ich hoffe, dass du genau das Gleiche machst. Ja, Bruder, wenn ich dir jetzt erzähle, also ist tatsächlich bei mir auch passiert, nur andersrum. Das ist halt natürlich jetzt Aussage gegen Aussage. Ich unterstelle dir keine Lüge, du unterstellst mir keine Lüge. Wie gesagt, so kann man nicht die Wahrheit finden. Du hast mich gerade wirklich... Das mag ich an dir, Digga. Jetzt hast du sogar das, was ich immer so normalerweise am Ende sage, dass jeder so ein Bittgebet sprechen soll. Selbst diesen Punkt, den werde ich nicht mehr bringen. Das macht Sinn. Also, weil theoretisch, wenn man überzeugt ist, du als Christ bist überzeugt, dass der Satan die Macht hat, mich so zu verführen, in dem Sinne, mir das so aussehen zu lassen. Und ich andersrum hab den Glauben, dass es bei dir so sein kann. Krass, das heißt, diesen Punkt hat gar keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Danke dir, Bro.
Easy. Wenn du versuchst, zu verstehen und du verlässt deinen Islam. Ja, Junior, alles klar. Okay, Mann, Dina, dann Gott segne dich, ja, und korrekt, dass du da warst, Mann. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles klar, Bro. Ciao. Schönen Abend. Gleich was, Mann. Ciao. So. Ja, Toni, auch an dich. Korrekt, dass du hier warst. Ne, das war leider ein bisschen durcheinander, deswegen musste ich dich opfern. Aber cool, dass du auch deine Meinung gesagt hast und so unterstützt hast. Ja, an alle, ich denke, ihr habt alle zugehört. Ne, und bevor ich jetzt rausgehe, will ich noch mal kurz das Evangelium proklamieren. Ne? Also erstens, der Typ, Dina, ist ein sehr, sehr korrekter. Ihr wisst selber, ihr seid ja oft hier drin, ne? Und ihr wisst, dass es nicht immer so ist. Entweder ist der Moslem, guck mal, auf keinen Fall will ich damit irgendwie sagen, dass Muslime dumm sind. Versteht es nicht so, auf keinen Fall. Sondern mein Punkt ist, ich persönlich, meine Erfahrung auf TikTok ist es so, dass wenn ich mit Muslimen geredet habe, dann war das entweder so, dass die Muslime sehr, sehr aggressiv waren, ne, und nicht zugehört haben, oder sie waren unwissend. Eins davon. Nicht alle, aber die meisten. Verstehst du? Und Dina war wirklich beides. Dina war einer, der ist wissend. Der war auch sehr, sehr respektvoll und hat auch so, wie heißt es, er hat nicht dazwischen geredet, sondern er hat ausreden lassen, er hat zugehört und so, weißt du, deswegen, guck mal, wir Christen, wir müssen ehrlich sein, weil Jesus sagt, er ist die Wahrheit, ne, und wir dürfen keine Angst vor der Wahrheit haben. Wenn der Typ korrekt war, dann war er korrekt, verstehst du, selbst wenn seine Ideologie halt nicht der Wahrheit entspricht, trotzdem können wir ihn loben für seine Person, okay, und deswegen, lass uns mal respektvoll bleiben, alles cool, er war respektvoll. Und auch seine, ja, Charlie, ich weiß, Charlie, wir sollen uns für Wölfe nicht Halsbeiß hüten, ich weiß, aber das heißt nicht, dass wir keine Menschen loben sollen, die nicht Christen sind. Wir können auch Menschen loben, die nicht gläubig sind. Das können wir auch machen, okay? Und das ist es. Wir können für ihn beten, ne, dass er die Wahrheit erkennt, dass er Jesus Christus erkennt, weil ich denke, dass der Herr Jesus seine Gabe wirklich gebrauchen würde. Und an die Muslime hier drinnen, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Wahrhaftige, der Mensch wurde, um für euch zu sterben. Nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Was geht, Toni? Entschuldigung, Moment, Bruder. Da war noch eine Sache, was ich noch erwähnen wollte, wegen dafür, weil er hat doch gefragt, was ist mit den Menschen, die vor Jesus Zeiten gestorben sind. Das ist eine ganz einfache Sache. Jesus war in dem Totenreich und er hat es ihm verkündet. Weil viele wissen das nicht, viele von den Brüdern wissen diese Information auch nicht. Und manchmal denke ich mir, du weißt es schon, viele wissen es. Aber irgendwie, viele wissen es, habe ich gemerkt, nicht. Und das steht auch in der Schrift, das steht so in der Schrift, dass der Herr im Totenreich war und hat es den Menschen verkündet zu der Vorzeit, also zu Noahs Zeit. Also die Menschen, die vor Jesus gestorben sind, hat Jesus das verkündet, damit keiner sagt, sie wussten das nicht. Und natürlich auch, sie haben auch die Propheten und die Tora gehabt, der ihnen auch weitergibt. Ne? Weiß noch der eine, als der Lazarus, der reiche Lazarus. Ja, Lukas 16. Ich habe ihn schon geantwortet eigentlich. Ich habe ihn schon geantwortet. Deswegen, aber... Eigentlich, Jesus war schon im Totenreich und hat es in der Vergangenheit schon verkündet. Richtig. Ich muss, weißt du, wenn ich rede, Bruder, ich muss reden, weil ich habe diese Linie, weißt du, diese Verbindung und... Nein, guck mal, Dicker, Toni. Ja. Guck mal, du hast sehr, sehr viel Wissen, weißt du, aber das Ding ist, guck mal, wenn du willst, dass jemand dir zuhört, musst du auch ihn zuhören, weil sonst wird er auch... Bruder, ich kenne schon diese Ausreden, ich kenne schon diese Aussagen. Warum soll ich mich mit dieser unnötigen Information nochmal belasten, wenn ich weiß, was kommt? Warum, dass wir trotzdem noch sündigen, warum sündigen wir trotzdem... Okay, aber verstehst du, diese Sachen sind schon so unnötig. Und ja, ist egal. Du musst lassen trotzdem reden, guck mal, weil sonst, warum sollte er dir zuhören? Er hat ja genau die gleiche Meinung wie du. Verstehst du? Aber 1. Petrus 3,14 sagt, wenn jemand fragt, warum du Hoffnung hast in Christus, dann mach das, ne, sei bereit, Antworten zu geben, aber mach das mit Respekt und mit Demut und mit Geduld. Ja, ich auch. Ich möchte nur das ungefiltert, weißt du? Ich mag nicht diese drumherum und ja, klar, kannst du ja machen, aber das heißt ja nicht, dass meine Art, Entschuldigung, meine Art, so du machst es auf deine Weise, der Angelo macht es auf seine Weise
Und ich bin halt direkter Typ, so ein bisschen mit Toni Praller. Was machst du hier für Sachen? Was machst du hier für Sachen, Toni? Was hab ich gemacht? Praller, ich hab mich noch nie mit dir unterhalten und wir kennen uns schon so lange, guck mal. Ja. So ein kleines Level. Kannst du mal sehen. Aber was war Thema, Jungs? Irgendwie was? Was hab ich verpasst? Ja, ich geh jetzt zu würzen, ja. Ich hab Hunger. Ja, mach das, Bruder Herz. Er hat gemeint, dass Jesus, warum wir noch trotzdem sündigen, obwohl Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat nicht verstanden, dass unser Leib gegen unseren Geist ist und so. Und das so ein paar Sachen wegen, was mit der Vorzeit der Menschen passiert, wo Jesus gestorben ist und so. Er wollte so Ungerechtigkeit raussuchen, verstehst du? Er wollte so die Ungerechtigkeit in Jesus. Ja, guck mal, das Ding ist, Bruder, guck mal. Wir Menschen sind wie Fische. Ja, wir brauchen Wasser zum Leben, aber Wasser braucht uns nicht. Ganz einfach. Und genauso ist es mit dem Herrn. Wir brauchen Gott, aber Gott braucht uns nicht. Und wenn Gott für unsere Schuld bezahlt, dann ist das Gnade, es ist ein Geschenk. Ich kann das Geschenk annehmen und kann aufgrund dieses Geschenkes aus Dankbarkeit ihm mein Leben widmen. Oder ich kann auch das Geschenk mit Füßen treten und es missbrauchen. Ganz einfach. Und wenn ich es missbrauche, Bro, dann ist es vorbei. Ganz einfach, wenn ich immer, guck mal, mit Sünde kämpfen werden wir immer. Solange du mit Sünde zu kämpfen hast, ist alles gut. Solange du nicht in Sünde lebst. Weil mit Sünde kämpfen und mit in Sünde leben ist ein Unterschied. Ein Riesenunterschied. Ja, klar. Das ich ist weiß. Das Ding. Ja, so habe ich Ihnen auch klar gemacht, dass unser Geist, dass Gott unser Geist ändert und nicht unser Fleisch. Dass unser Geist ist ja gegen der Sünde und wir kämpfen dagegen an. Und ich habe ja auch gesagt, ein Mensch von draußen, oder wie er kennt diesen Unterschied nicht von Sünde. Die leben da drin und die kennen das ja nicht. Die haben keine Sünde erkennen. Die sind ja nicht vom Neuen geboren im Geist. Und er wollte sagen, die Fehler suchen, warum wir jetzt so trotzdem sündigen. Ja, weißt du, man kann immer irgendwas suchen, man kann immer irgendwie machen, aber bevor du anfängst, Fehler zu suchen, guck erstmal, was damit gemeint ist. Weil das ist eigentlich immer das Problem von den meisten Muslimen und diese ganze Debatten und Diskussionen. Digga, die diskutieren gegen eine Wand, gegen etwas, was sie nicht verstehen und was sie nicht verstehen wollen. Ich habe das letzte mit diesem Achi Schwitzkasten gehabt. Er will die ganze Zeit über Trinität diskutieren. Ich so, okay, aber bevor wir diskutieren, erklär mal erstmal, was ist die Trinität? Der hat auf einmal irgendeinen Schwachsinn erzählt, was kein Christ glaubt. Was willst du mit so einer Person reden? Und aus dem Grund, Bruder, ja, aber für die anderen Menschen, dass sie merken, dass diese Menschen sehen, dass es gibt die Information, dass es die richtige Antwort drauf gibt. Weil sonst, weißt du, der geht raus und die Menschen denken dann, die sind dann uninformiert. Also, aber so, wenn du die Antwort hast, dann musst du das auch sagen. Damit wenigstens die Wahrheit erkennen, die danach suchen. Du weißt ja nicht, wer da drin ist in den Kommentaren. Oder wir machen das nicht nur für die Muslime, sondern für die Leute, die außerhalb zuhören. Oder irgendwann, irgendwann macht es ja Klick, verstehst du? Und er hat ja die Information gehört von dir oder von irgendeinem Bruder. Und wir geben ja diese Information, wir haben es ja von den Herrn umsonst bekommen. Und wir sollen es auch weiter umsonst geben. Amen. Bye. Das ist alles. Wir kämpfen nicht hier um Ruhm oder umsonst was. Oder es geht, wir haben es umsonst bekommen, wir sollen es auch weitergeben, umsonst. Nur mir geht es darum, dass der Mensch so schnell wie möglich diese Information bekommt. Ich möchte nicht drum um den heißen Brei reden, weil die Zeit ist ja kurz und der Mensch muss die Information empfangen, weil ich weiß nicht, was mit dem Mensch passiert. Nein, Bruder, jetzt. Wahrheit. Und im Endeffekt, für die alle 80 Menschen, die hier drin sind, Leute, diese Worte, die ihr hört und über diesen Jesus und diese Kreuzigung und diese Auferstehung, eines Tages wird das über eure Ewigkeit entscheiden, wie ihr darauf reagiert, was ihr mit diesen Informationen macht. Im Endeffekt, wir machen das nicht für uns. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Es gibt bestimmt Leute, die das für sich machen, weil die sich darauf aufgeilen. Ja, oh, Debatten und so. Nein, Schwachsinn. Also ich kann von mir aus sagen, ich kann das auch vom Bruder Mensa sagen, so wie ich das hier sehe. Und vom Bruder Toni. So, ich kann sagen, Leute, es geht hier nicht um uns. Ich bin egal, ich bin ein Nichts. Wir machen das alles für unseren Herrn. Und dafür, dass wir seinen Gewinn einbringen. Weil er hat für euch alle bezahlt. Es wäre ungerecht, wenn er es nicht bekommt. Und was könnt ihr machen? Das Einzige, was wir machen können, verkünden. Wir können nicht machen, wir können Gott nichts geben. Außer die Information weitergeben. Amen. Wir werden wir kriegen gar nichts davon. Wir werden noch sogar verspottet. Wir werden gehasst und niedergetrampelt. Was wir Einzige, was wir machen können,
was uns aus der Liebe übrig ist, dass wir den Herrn geben können, ist, dass wir den Menschen das Evangelium verkünden. Alles andere können wir können sie nicht überzeugen, wir können sie nicht überreden, wir können sie nicht zwingen, wir können nur den Samen sehen. Und der Rest macht Gott. Amen, Leute. Ich muss jetzt weg, ja? Toni? Okay, Bruder. Einen schönen Tag wünsche ich euch und seid gesegnet. Gleichfalls. An alle, ich bin morgen früh wieder live. Morgen früh, an die Frühaufsteher, morgen um 9 Uhr. Ihr wisst Bescheid, samstags früh ist. Nur wir machen 9 bis 12 Uhr bestimmt. Yes, Odil, was geht? Genau. Also morgen früh um 9 Uhr, wir ziehen durch. Wer früh aufsteht, soll kommen. Ansonsten Gottes Segen euch, habt einen schönen Abend. Ich werde jetzt erstmal essen und dann ja, den Abend ausklingen. Ein Kuchen, Bruder, das soll schmecken. Gleichfalls. Dankeschön. Okay, Leute, ciao. Ja, Gott segne euch. Ciao, ciao. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich mich in meinem alten Glauben nicht wohlgefühlt habe. Ich war vorher Christin. Ich bin auch christlich erzogen und aufgewachsen. Sekunde. Aber ich habe von klein auf auch schon an andere Götter geglaubt. Ich habe mich für die griechische und die keltische Mythologie immer schon interessiert. Und eine Religion, die halt besagt, du darfst keine anderen Götter neben mir haben, ist